Einen wunderschönen guten Abend zu Der Schatten des Dämonenfürsten mit der wundervollen Zatti, der wundervollen Rike und in der Mitte dem wundervollen Wolfgang und hässlich. In Abwesenheit. Ja, in Abwesenheit. Und Torm, der noch dazu kommt. Also er fehlt nicht ganz, er ist Classic Torm, nennen wir das inzwischen. Im Wrestling nennt man es immer Classic. Ihr habt euch da durchgeschnetzelt und steht da jetzt in einem ruhigen Keller. Hässlich hat sich die Leute und euch in einen Kreis zusammengeholt und macht ein bisschen Ulala mit euch, wie ihr das sagt. Das heißt, er lässt seine magischen Kräfte wirken und danach geht es allen ein bisschen besser. Also ihr könnt euch diese ein, zwei Lebenspunkte, die euch fehlten, ankreuzen und auch die können wieder ein bisschen humpeln. Und ja, man hört sie so ein bisschen seufzen und ein paar Wunden haben sich geschlossen. Aber dann hört man tatsächlich von oben einen Ausruf. Ergebt euch da drin! Wir dulden das nicht im Namen der Inquisition! Kommt raus! Reden die mit uns? Ich glaube schon. Soll Exit der Ausweg sein für diese? Ja. Okay, unbedingt Exit. Dann gehe ich doch mal raus. Alex macht sich bereit. Das wird ein kurzer Abend heute. Und tot. Wir könnten auch probieren, den Brunnen runterzulaufen. Ach so, ja, stimmt. Ja, jetzt bin ich ja wieder da und jetzt kann ich ja feststellen, vielleicht, dass da Treppenstufen sind. Hatten wir die Treppenstufen eigentlich gesehen? Also ja, ich nicht. Nee, nicht. Aber danach war. Ich glaube, Schissel hat nochmal geguckt, oder? Yep. Und dann bist du irgendwie, bist du nicht irgendwie in Raserei verfallen, wahnsinnig geworden? Ja, Raserei war ich davor. Ach so. Da hat es dann aufgehört, als ich die Tür aufgemacht hatte und dann dieses große Wesen gesehen hatte und dann eigentlich hin wollte, aber du hast mich ja am Hals gepackt und wieder zurückgeschleudert. Und gesagt, da wollen wir nicht hin. Da war was. Okay, also einfach Tür aufmachen und kämpfen oder eigentlich wollen wir die Schuhe platt machen, oder? Also ich ja. Aber wenn es dann mehrere Dutzend von denen sind. Aber es waren doch gar nicht so viele, wenn ich mich richtig erinnere. Doch, die Garnison waren. Nein, das waren nicht so viele. Das waren nicht so viele. Nein. Aber weißt du, wenn es den Rittern besser geht, dann schicken wir doch zuerst die Ritter vor und gucken, wie weit sie kommen. Nee, das aber ist ja gemein. Wir retten nicht nur sie Geld, dann, wenn wir sie retten. Ja, wir außerdem bekommen kein Geld, wenn wir sie nicht retten. Ja, aber da können wir ja nichts für, dass sie dann ins offene Feuer gerannt sind. Nee, das machen wir nicht. Schleicher guckt nach einer Hintertür oder einem Geheimgang, abgesehen von diesem Brunnen. Und sagt, Exit, mach dich bereit, aber warte noch. Ich bin immer bereit. Und ich husche rum und gucke mal, ob das irgendwie noch einen anderen Ausweg aus dem Keller gibt. Ja, du durchsuchst die Räume relativ gründlich. Dann ist die große Frage, öffnest du dabei die Sarkophage? Das hattet ihr nämlich nicht getan bisher. Das ist richtig. Ich bin ja gründlich, ne? Du bist ja gründlich, ja. Vielleicht ist ja einer der Sarkophage auch wieder so eine Treppe noch irgendwo anders hin. Also da wird bestimmt keine Leiche drin liegen, nein. Ja, Leichen tun ja nichts. Gewöhnlich. Für gewöhnlich zumindest. Für gewöhnlich. Es stehen ja 11 an den Wänden und einer, der so ein bisschen reicher verziert war, steht ja in der Mitte. Womit fängst du denn an? Natürlich mit dem reich verzierten. Okay. Hast du auch ein bisschen Kraft? Plus 1 immerhin. Ja, Exit. So viel Kraft hat ja. Sie. Immerhin plus 1. Okay, aber wenn du da rumächtst, dann wird dir bestimmt auch irgendjemand helfen. Da sind ja genug Leute da drin. Und du mit einem lauten, obwohl also, du mühst dich da ab, da kommt einer der Kreuzfahrer, humpelt auf dich zu. Was machen sie denn da? Er wollte gucken, ob in dem Sarg vielleicht eine Treppe nach unten für den Ausgang. Wer? Er. Okay. Ja, verrückt. Da sind unsere heiligsten Gebeine drin.
Also kein Ausgang. Keine Ahnung, wir machen das nie auf. Da sind unsere heiligsten Gebeine drin. Woher wisst ihr das, wenn ihr das noch nie gesehen habt? Dafür sind Sarkophage doch gut. Aber es ist eine berechtigte Frage. Also wir können ja reingucken und wenn da kein Ausgang drin ist, dann machen wir wieder zu. Und wenn wir da was finden, das können wir behalten. Also an Knochen hat er jetzt kein Interesse. Es sei denn, da ist noch Fleisch dran. Da spricht Schüssel für sich. Ja, und für hässlich. Hässlich ist und für hässlich. Und für hässlich. Okay. Na gut, ein kleinen Blick. Okay? Kleinen Blick. Mhm. Und alle knien sich hin und. Oh, das ist. Ja. Beten. Er möchte jetzt ja nicht Druck machen, aber wir haben nicht so viel Zeit. Nee, 10 Leute knien um diesen Sarkophag herum und beten, wenn du ihn aufmachst. Du hörst okay. Singen sagen. Ja. Er macht ihn auf. Ja, das ist ein Sarkophag, in der Mitte Asche liegt. Mhm. Und tatsächlich keine Knochen, nur Asche. Mhm. Und ein reichlich verziertes Schwert, wo du im ersten Moment, wo du den Sarkophag aufmachst, das Gefühl hast, dass es kurz ein bisschen aufleuchtet. Und das ist wirklich sehr verziert. Der Griff ist golden. Also ein wirklich, wirklich schickes Schwert. Er hat ein heiliges Schwert gefunden. Möchte das vielleicht einer von euch führen gegen die Inquisition? Du hörst ein Raunen von den Leuten. Und das heilige Schwert von Drusella. Das heilige Schwert von Drusella. Ist das ein Ja? Nein, wir sind unwürdig. Wir sind unwürdig. Aber würde euer Gott nicht wollen, dass ihr euch durch das mit dem Schwert irgendwie... Naja, ist da sonst noch was drin? Gold? Schmuck? Nein, ich nehme das mal. Wenn die anderen unwürdig sind, sind wir nur die Würdigen, weil wir haben sie gerettet. Also ich halte ihn nicht auf. Mhm. Ja, die verfallen alle und beten noch. Okay. Noch doller als vorher. Ich stelle mich breitbeinig vor sie. Ich bin ja immer noch so angetrocknetes Blut und alles. Ja. Wer wissen will, warum, Folge davor gucken. Nehme das Schwert in beide Hände über mich und warte auf den Blitzeinschlag, dann kommt nichts und dann gehe ich nach unten und stelle es weg. Stellst du es weg? Ja, ich versuche es da irgendwie in den Gürtel reinzutun. Okay. Ist da sonst noch was drin? Goldschmuck? Irgendwas? Nö. Okay, dann macht er wieder zu. Und sucht weiter. Schnell. Also, ich glaube, das dauert zu lange. Ich helfe dir mal. Ich mach mal irgendwie die nächsten 2, 3 Sarkophage. Oh, Vorsicht, auf. Vorsicht! Ja, da sind tatsächlich überall Gebeine drin, aber sonst nichts. In allen anderen. Okay. Ja, dann. Ja, also entweder wir gehen jetzt da diesen Brunnen runter. Aber da ist. Da kann ja man runtergehen? Ja, aber da ist irgendwas drin verschwunden. Da kann man runtergehen? Das ist aber vielleicht noch ein bisschen gefährlicher als die Inquisitoren, weil... Oh, noch gefährlicher klingt interessant. Also ich bin für runter. Hätte er mal nichts gesagt. Hätte er mal bloß nichts gesagt. Wer? Er. Ach so, ja. Mhm. Also auf jeden Fall gehen wir doch mal da runter. Also ich kann ja vorgehen. Ja, das ist gut. Da können wir auf deine Schultern gehen. Ja, aber ihr wisst, wenn ihr zu dritt klein seid, dann lauft ihr. Sonst wäre es ja ungerecht, wenn ich nur 2 kleine trage. Ja, das stimmt. Aber dann müssten doch dann, also es sind ja mehr Volk anwesend und dieses große etwas. Also es sind mindestens 3 Personen, die wir da schon gesehen haben im Wasser. Na gut, 3 ist eine Party, alles gut. 3 sind wir auch, wenn wir euch aufeinander stapeln. Er wendet sich an die Tempelritter. Wir würden diesen Ausgang da durch den Brunnen nehmen. Kommt ihr mit? Den was? Da, ich deute auf diesen Raum. Da, die Zisterne. Da führt eine Treppe runter. Führt das zu einem Ausgang? Das wissen wir nicht. Das ist ein
Ein Raum, der immer zu war bis heute. Wir waren da noch nie drinne. Ihr seid echt absolut nicht hilfreich. Ja, nein. Passen Sie bitte auf sich auf. Wir können diesen Eingang halten, solange Sie das erkunden. Ach so, aber wir wollen ja eigentlich einen Ausgang finden. Ja, wir halten die und Sie suchen den okay. geheimen Hinterausgang, von dem Sie glauben, dass es ihn gibt, den wir nicht kennen. Klingt sehr optimistisch. Also wer würde gegen die Inquisition kämpfen, gemeinsam als ganze Truppe, wäre immer noch die bessere Idee. Und danach können wir uns auch eventuell um Monster in der Zisterne kümmern. Genau, weil ihr seid nämlich unser Geld. Ja. Ja. Was okay, folgt? Exit, Plan A. Zurück zu Plan A. Er zückt seinen Dolch und versteckt sich so ein bisschen in okay. den Schatten und wartet darauf, dass Exit tut, was Exit immer tut. Genau. Und ich würde das heilige Schwert von Drusilla in die Hand nehmen und in beide Hände und mich so versuchen, noch neben Exit zu setzen, weil alles mit E und Kreuz. beziehungsweise dann so kurz dahinter. Mhm. Und dann wollt ihr jetzt diese Kellertreppe so ganz langsam hochgehen. Ja. Yeah. Mhm. Ja, wenn ihr diese Kellertreppe so ganz langsam hochgeht, dann erinnert ihr euch ja vielleicht, seid ihr erstmal in einem Haus, so eine kleine Hütte. Da ist auch die Tür noch zu, sodass man nichts sieht. Und es ist fest Stille. Gibt es da irgendwelche Schießscharten oder irgendwelche Öffnungen, wo man mal rauskommt? Ja, man kann tatsächlich so, es gibt so ein Holzfenster, was man so ganz klein bisschen vielleicht aufmachen könnte. Ich stoße es so mit der Spitze vom Schwert mal ein bisschen auf. Ja. Er geht in Deckung. Und dann gucke ich so von unten so ein bisschen hoch. Also der Kopf kommt so. warte mal. Der Falsche, was passt denn? Okay. Du guckst hoch und du siehst tatsächlich so ungefähr 25 Inquisitoren mit Schwertern und Schilden bewaffnet, die vor der Tür aufgenommen haben. Und 5 haben Bögen. Und tatsächlich sieht der eine dich zu spät, sodass du dich wieder ducken kannst, aber ein Pfeil schlägt in deinem Rahmen ein. Okay, ich habe eine gute und eine noch bessere Nachricht. Die gute ist, wir haben alle Inquisitoren im Innenhof. Alle, die wir kennen. Und die noch bessere ist, das ist nicht der richtige Ausgang. Also doch Zisterne. Doch Zisterne. Es sei denn, wir nehmen eine Tür von unten und benutzen sie als großes Turmschild. Wie viele waren es insgesamt? 25. 25 und davon 5 Bogenschützen. Könnte klappen mit dem Schild. Ja. Er nimmt die Gestalt eines Goblins an, um ein kleineres Ziel zu sein. Er ist jetzt wieder grässlich. Sieht man. Die einzigste Sorge ist, dass unsere Geldsäcke einfach zu klein, nicht klein genug und nicht groß genug sind und sofort getroffen werden. Ja, vielleicht sollten die erstmal drin bleiben. Ja. Er denkt auch, die sollten erstmal unten bleiben und wir kümmern uns darum. Und wenn wir es nicht schaffen können, können die uns ja immer noch zur Hilfe kommen. Okay. Wir sollten zuerst die Bogenschützen auch ausschalten. Kurze Frage. Hat irgendjemand von euch in einer Armee gedient? Ja. Sieht er so aus. Exit. Wie hoch schätzt du die Chance ein, dass das klappt, was wir vorhaben? Wenn du eine realistische Antwort geben kannst, kannst du irgendwas würfeln, sonst kannst du antworten, was du möchtest. Was, ja.
Kopfschuss, nein. Was könnte ich denn Lustiges werfen? Intelligenz? Warum finde ich denn... Es gibt ja hier keine Fertigkeiten. Intelligenz das ist darf man nicht jetzt... Vergessen. Ja, aber das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Das ist nicht meine Stärke. Deine Stärke ist Stärke, oder? Ja. Hast du irgendeine andere Stärke? Aber die Werte, ich würfel nicht. Ich sag, also ich schätze unsere Chancen schon realistisch ziemlich gut ein, dass das klappt. Sehr gut. Schlimme ist, du hast ja nicht mal Mimik. Ja, nee. Kennt ja keiner, dass du schwitzt bei der Aussage. Ja, natürlich. Großartig. Das heißt, da suchen wir uns jetzt eine richtige gute Tour. Grässlich ist noch nicht so ganz überzeugt, aber die Alternative ist die Zisterne mit den Monstern. Und das findet Grässlich auch nicht gut. Die Alternative ist was mit Wasser. Da rostet uns Exit im schlimmsten Fall ein. Oh, das stimmt. Kann man denn auch einfach so mal einen Realismuswurf auf Intelligenz machen, auch wenn man nicht beim Ich hier war? Mach es. Oh, ja, richtig gut. Ich glaube, wir haben sehr gute Chancen, Exit. Ja, du bist da, ja, oder du baust da irgendwelche, hast irgendwelche Holzklötzchen, so das Kampffeld auf und ziehst hin und her wie so eine Wilde und es passiert immer was anderes bei jedem deiner Versuche. Du bist völlig verzweifelt. Währenddessen würden wir versuchen, mit Exit irgendwo ein oder zwei von diesen Kerkertüren irgendwie aus den Angeln zu heben. Ja, da muss sie nicht. Da wiederum muss sie nicht würfeln, das kann sie. Nee. Gut, okay. Bin ich mal gespannt, was unsere Ritter hier dazu sagen, zu unserem großartigen Plan, der überhaupt funktionieren wird. Der ist so kühn, damit rechnen sie gar nicht. Wir haben 25 Inquisitoren da draußen und wir wollen die jetzt platt machen. Mhm. Gebt ihr uns Rückendeckung? Frage ich zu den Rittern. Gucken genauso, wie ich gerade gucke. Es wird großartig. Wir werden obsiegen. Wir haben diese Tür. Und dieses Schwert. Und diesen Dolch. Jetzt, einer meldet sich so ganz vorsichtig. Jetzt weiß ich, warum ihr so, warum ihr diesen Job hier mal gemacht habt. Ihr seid einfach komplett wahnsinnig, oder? Ja. Also, er ist nicht diagnostiziert. Das glaube ich bei dem Kleinen. Bei welchem? Bei dir. Er ist auch nicht diagnostiziert. Ach, das. Habe ich dir doch gesagt, der andere neben dir, habe ich doch gesagt, dass er so redet. Hast du gar, kann ich doch nicht wissen, dass du recht hast. Gut. Waren die Bogenschützen ungefähr komplett in einer bestimmten Richtung? Die standen zentral vor der Tür in der ersten Reihe. Großartig. Exit, was hältst du davon? Du stößt die Tür auf, läufst durch und wirfst mich zu den Bogenschützen. Das können wir machen. Alex ist schon so, oh mein Gott, sie tun das wirklich. Bis jetzt gab es noch keinen, der gesagt hat, tu es nicht. Und hässlich ist noch nicht da. Das wird auch richtig lustig, wenn Torben da so, was machen die jetzt? Und so, bis jetzt glaube ich immer noch, dass es keine schlechte Idee ist. Jo. Im Notfall gibt es auch Möglichkeit Rückzug, ne? Ja. Papalapap. Okay. Ich freue mich. Also er findet den Plan gut. Exit voraus. Türen voraus und Schüssel werfen. Mhm. Ich meine, ich kann euch beide werfen, ich habe zwei Arme. Aber dann, wer hält dann die Tür fest? Mhm. Hässlich. 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 Und? Er muss sie ja nur abstützen, dass sie nicht umfällt. Ja, aber wenn du könntest ja die Tür wie so einen Flug nehmen und sie nach vorne wegschieben. Das kann ich ja machen, wenn ich euch weggeschleudert habe. Ja.
Irgendeiner mit so einem völlig halb zersägten Arm, den er an seiner Schlinge hält, kommt auf euch zu. Hört ihr euch eigentlich manchmal zu? Ja. Ja. Ihr habt es geschafft, bis heute zu überleben. Genau damit. Ja. Wir haben ein ganzes Halle Lager Orks umgebracht. Waren ja. mehr als drei, oder? Ja. Ich glaube, vier oder so. Ey, trotzdem! Ja, trotzdem! Ja. Okay. Aber wir sind alle sehr geschwächt. Aber damit geschwächt. Hast du auch nicht gerechnet, damals. Ja, ja stimmt. Ja. Wir sind aber keine große Hilfe. Das, ihr haltet uns einfach nur den Rücken frei. Ja. Okay, wenn ihr fliehen müsst, wir sind in der Tür. Ja. Ja. Gut. Also machen wir das jetzt so. Okay. Wir holen uns jetzt unten eine Tür. Mhm. Ich zieh mal ein paar Token frei. Ja. Oh je. Eben. Mach mal kurz irgendeinen Werbeblock, bis ich fertig bin. Ja, was konnte denn hier hässlich? Irgendwelche lustigen Zauber, aber war eine wirkliche Hilfe? Er konnte singen? Doch, er konnte motivieren, glaube ich. Ja, er konnte auch. Was konnte er denn? Also er hat auch schon gekämpft, oder? Ja, aber ich glaube, das war nicht so seine Stärke. Heilen und buffen. Er konnte uns buffen, ja. Ja. Deswegen ist das ganz gut, wenn der hinter der Tür versteckt bleibt und uns einfach aus der Ferne unterstützt und uns ein motivierendes Liedchen singt. Mhm. Mhm. Sterbt uns nicht! Oh Gott. Schüssel kann das auch gut. Also, wie war es der Plan, die Tür zu halten? Also, eine Tür hat dann hässlich. Mhm. Und Axel könnte eigentlich auch noch eine Tür nehmen, oder? Hässlich soll eine Kerker. Nein, der soll sie nur abstützen, ach so. Während ich die anderen zwei werfe. Okay. Ja, doch. Naja, andere Idee. Es ist blöd, wenn Schleicher als Schurke eine Tür halten muss. Das ist ein bisschen sehr unverträglich für seine Attacken, sagen wir ja. so. Deswegen. Außer verstecken hinter der Tür. Hervorkommen hinter der Tür. Verstecken hinter der Tür. Gut. Die Sache ist die, wenn du uns geworfen hast, was machst du dann? Ich denke mal, ich befürchte, die ganzen Schild- und Schwertträger werden dann versuchen, uns zu treffen. Ich sehe gerade auch, wie viele Token von Alex da aufgebaut hat. Und jetzt habe ich doch ein bisschen Schiss. Vor allem so schöne Informationen stehen die, ne? Ew. Jetzt hört man sie auf die Schilde klopfen. Puff, puff. Also ich würde mit der Tür dann erstmal so durchmähen. So. Ja, ich glaube, das wirklich. Und am besten direkt auf die Fernkämpfer auch. Deswegen soll sie uns ja auf die Fernkämpfer werfen. Ja. Ja. Und kümmert sich dann um die Nahkämpfer. Ja. Ja. Wir machen das jetzt einfach. Ja. Welchen Stream schaue ich am 21.15 Uhr? Ja, es ist... Ja, vor allen Dingen gibst du ihnen 14 Minuten. Hallo? Entschuldigung. Bitte, mir was? Mir hat letztes Mal nur ein HP gefehlt. Okay, pass auf. Ja. Okay, also. Exit. Rufst du irgendwas in dem Moment, wo du alle aufsattelst? Ruft irgendjemand was von euch in dem Moment, wo ihr durch die Tür stürmt? Rennst du die Tür gleich mit kaputt oder öffnet ihr sie noch ganz normal? Das ist wir euer Plan. Öffnen sie noch normal, dass wir sie notfalls auch wieder schließen können, falls dann doch der Rückzug die Wahl wird. Okay. Da traut sich einer der Inquisitor, der öffnet euch noch die Tür, kommt doch raus. Nee, der Kreuzfahrer. Okay, auf drei. Eins. Drei. Und dann stürmt ihr los. Für Drusella. Für Gold. Hey, ach, das seid ihr gar nicht. Oh, das ist besser.
So, warte mal, jetzt gebe ich euch noch mal kurz einen immer Namen, sonst kann ich überhaupt nichts sehen. So, das Problem ist folgendes. Ihr müsst ja, wenn wir eine Inni machen, die ich jetzt so ein bisschen, ich will nicht eine 28-Mann-Inni haben hier, dann drehe ich mich völlig durch. Wenn wir eine Inni haben, dann geht es hier ja darum, möchtet ihr eine schnelle oder möchtet ihr eine langsame Bewegung, Aktion machen? Und zumindest Exit muss eine langsame Bewegung machen. Da sie ja mehrere Sachen machen möchte. Also laufen und Sachen machen. Das heißt, du bist schon mal hinten dran. Ihr anderen, wenn ihr ziemlich sofort geworfen werdet, dann könntet ihr theoretisch was tun. Ja. Ja. Dann, ich würde gerne meinen Dolch direkt gezückt haben und natürlich direkt irgendwie einem der Bogenschützen damit abstechen. Genau, und ich würde auch mit dem gezückten Schwert entsprechend. Ja, dann zieht euch doch mal dahin, wo ihr hingeworfen werden wollt. Ich traue, sie kennt euch inzwischen, das schafft sie. Da bin ich ziemlich sicher. Okay. Ich habe keine Battlemap gerade, also nicht wundern, warum wir sagen, ich habe einfach 28 Tokens auf ein Retina 4 Raster gesetzt, um dem Herr zu werden. Also dann wirft sie euch in die Bogenschützen und läuft auch in die Bogenschützen rein. Das ist quasi euer Plan, ne? Ja. Okay. Dann gucke ich mir mal kurz an, was hässlich kann. Wobei, ich würde vielleicht nicht in die Bogenschützen reinlaufen, weil am Ende treffe ich mit der großen Tür die anderen zwei. Also vielleicht würde ich dann auch... Ach, schade. Nee, sowas fangen wir gar nicht erst an. Ich gehe dann mal auf die eine Seite hier, so zack. Bogenschützen können im Nahkampf auch nicht so gut agieren, ne? Willst du ein wenig nachhören, der aus, dass ich hören kann? So, dann macht hässlich jetzt einfach mal wieder seinen Gesang der Tapferkeit, klebt irgendwo hinten an dir dran, Exit. Und dann kriegst du wieder den 1W6 beim Angriff mit Waffen dazu. Willst du nicht einmal hässlichs Tapferkeitslied demonstrieren, Alex? Genau! Nicht? Nein! Schade. Ich stehe für ernsthafte Musik und nicht für das. Da bist du wie ich aber falsch. Ja, ihr könnt es gerne im Chor singen, was er singen würde dann. So. Ja, also ihr könnt euch das alle so vorstellen, dass es da einen grässlichsten Gesang der Welt gibt. Er singt irgendwas von Horden an Gegnern und es ist trotzdem kein Problem. Ja. Ja, und dann macht mal eure Angriffswürfe, ihr zwei. Alles klar. Okay, Initiative müssen wir jetzt nichts auswürfen. Das hast du jetzt einfach so festgelegt. Okay, ich habe ja direkt irgendwie, also würde ich natürlich erstmal Trickserei, weil da kann ich ja mit einem Vorteilswürfel einmal die Runde, darf ich da ja mit einem Vorteilswürfel würfeln und würde dann noch mehr Schaden machen. Aber erstmal, so, warte, wie mache ich die Attack Roll nochmal? Da muss ich auf Dagger. Ah ja. Und Modifier dann +1, oder wie? Ja. Oder Bonus. Egal, ich versuche es einfach mal. Oh, das sieht gut aus. Das ist eine 25. Dann hättest du jetzt auch noch jemand anvisiert, Rieke? Wie es dir jedes Mal wieder vergessen. Das musst du jedes Mal wieder dazu sagen. Meine Güte. Aber wenn ich jetzt noch Damage würfel, Damage, und dann kommt noch ein W6 drauf, weil ich habe ja meinen Superangriff gemacht. Also mache ich 6 Schaden. Plus, ich habe ja noch Gelegenheit nutzen, wenn ich irgendwie 20 oder höher würfe und mindestens 5 über dem Mindestwurf, kann ich noch einen weiteren Zug ausführen. Ich kenne meinen Charakter. Ja, bei deinem 25, ja, kannst du tatsächlich. Genau, und dann würde ich einfach nochmal angreifen. Es steht ja auch da zu meiner Verteidigung. Also ich fliege rüber, ich springe dem praktisch ins Gesicht, ich bin ja auch nur groß gerade, springe ihm ins Gesicht, ramme ihm einfach den Dolch in sein eines Auge. Ja. Und steche einfach direkt nach. Aber in dem Moment, wo du das eine Auge spritzt das Blut, aber du siehst, wie dieses andere Auge dich noch hasserfüllt anguckt. Ja, in dem ist okay, Moment. Kein Problem. Ja. Ja, das wäre eine 14. Reicht leider auch. Und nochmal 3 Schaden. Guck mal, jetzt hattest du ihn sogar anvisiert, ne?
Ja, ich habe ihn, ich hatte ihn dann angeklickt, nur für den Angriffswurf nicht, aber für den Schadenswurf und für den Wurf habe ich ihn jetzt anvisiert. Er sinkt so mit hier drauf auf ein Knie und zittert ganz stark. Und gefällt mir das. Ich nehme ihn mal raus. Oh, nice. Giselle, der Mächtige. Genau. Ich werde hier geworfen, habe ganz oben das Schwert von Drusella in der Hand. Und kurz bevor ich ankomme, ziehe ich nach unten durch. Boah, da gab es sogar die Schwertbewegung. Ich muss doch. Yeah. Und würde dann entsprechend treffen. Wahrscheinlich treffen. Ach, ihr seht das nicht, ne? Nee. Genau. Ja. Und trifft. Habe das plus, weil ich ja 20 plus gemacht habe, habe ich in Summe 14. Trefferpunkte. Ihm geteilt, indem ich ihm also einfach von oben irgendwie auf eine Schulter schlage. Ja, du dringst mit deinem Schwert einmal durch das, wie Butter, gehst du durch und der Arm fällt ab und eine Blutfontäne sackt da sabbernd und schreiend zu Boden tatsächlich. Aha. Hör, Drusella! Wer auch immer das ist. Hast du es noch in Erinnerung? Tatsächlich? Also weißt du es noch als Wolfgang? Ich als Wolfgang würde vermuten, das war eine der Heiligen von den Kreuzfahrern. Ja, die Gründerin quasi hing auch auf der, überm Eingang hing doch ihr. Stimmt, aber was? Ihr Symbol, Wappen, was auch immer. Töten die! So, der eine. Warte, ihr steht ja quasi so ein bisschen, ihr seid ja nicht im Nahkampf. Zieht mit seinem Bogen und möchte gleich ja ein Überschießen. Schafft es natürlich nicht. Der zweite. Ich weiche flink aus. Der zweite probiert genau das gleiche und zieht genau und. Der dritte. Siegen. Der Wahnsinn gewinnt. Du Scheiße. Der dritte trifft Schissel. Nee, doch, trifft ihn. Genau mit 16 auf 16. Och, come on. Aber es ist ein Streifschuss. Am großen Onkel. Und ich fange an, wieder Blubberblasen in meinen Mund zu gewinnen. Okay. Oh Gott, es geht schon wieder los. Jetzt darf Exit loslaufen. Ich laufe dann. Ich habe mich schon vorgezogen hier. Okay, ja. Ich würde mich mal dahin bewegen zu der ersten Gruppe, der echten Gruppe an Angreifern und würde diese Tür nehmen und wirklich einmal so über die ganze Reihe drüber versuchen zu hauen, sozusagen. Ich weiß aber jetzt nicht genau, was ich darauf würfeln soll. Mach mal ein. Ich würde es tatsächlich einfach mal über. Sonderfall. Mach mal einfach einen Kraftwurf. Mhm. Aber mach's mal mit einem Negativwürfel. Haben wir eigentlich schon irgendeinen Bonus bekommen durch hässlich? Nee, hässlich gibt nur. Gibt nur Exit-Bonus. Das heißt. Auch auf den Wurf? Ja, ist ja ein Angriffswurf. Aber nur Schaden natürlich. Also ich würfel jetzt mal schauen, was dabei rauskommt. Ja. Oh. Oh, das war wohl nicht so gut. Das war eine natürliche Eins. Keine Ahnung, du musstest sie werfen, du musstest zwei Leute werfen, die Tür wieder satteln, du hast diesen Wehklang in deinem Ohr. Das ist ein kurzer Moment, einfach alles zu viel. Also, stehst du da? Attacke! Oh oh. Ups. Also für die, die das jetzt nicht sehen, Schissel und Schleicher sind jetzt eingekettet von vier Gegnern. Aha. Und es kommen noch welche dazu. Wir brauchen einen Magier, der einen Feuerball direkt in unsere Mitte wirft. Und wir können einfach herausweichen. Ja, das wäre nice. Okay, das fängt schon mal gut an. Ich hab's aber auch nicht
Na, auch zu doof. Hat auch nicht geklappt. Aber egal, der trifft auch nicht. Probier es weiter, bis es mir gelingt. Ich habe ja genug Leute. Aber es können nicht jetzt alle um mich. Och, come on, ich würfel eine Doppel-Eins. Oh Mann. Du Zelda ist auf unserer Seite. Ich habe jetzt, hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, das waren drei. Ein hat Schüssel noch tatsächlich. Dann hat er die erste Welle überstanden. Dann komme ich wieder dran. Nee. Gott. Hä? Das war jetzt eine 3. Aber der hat er nicht Ach doch, hat er. Doch, du hast da vorne 1 gehabt. Okay, du, ich weiß nicht, beschreib das, wie du durch diese vier Leute durchtänzelt, die versuchen dich, die dich zerhacken wollen. Was machst du da, ja? Ich denke mir da, ich schließe die Augen und spüre den Windhauch der verschiedenen Schwertern und der Hiebe und bewege mich so wie wenn ich Schleicher vorstellen würde, die gerade versucht, irgendwie in irgendwelchen Lichtstrahlen vorbeizukommen, um nicht entdeckt zu werden. Und bewege mich einmal kurz nach hinten, dann nach vorne, dann stehe ich mal zur Seite, dann nehme ich das Schwert nochmal gleich nach oben, damit das Schwert, was ankommt, einfach abperlt. Und stehe dann wieder da und schaue mich um. Ja, währenddessen tobt bei Schleicher der Kampf. Mhm. Der Versager. Also du hast noch Schüssel angewählt, aber ich habe eine Rüstungsklasse von 15. Deswegen hätte das mit der 14 auch nicht getroffen. Oder zumindest war das gerade noch als Ziel hier drin. Och Gott, ich... Null? Wie wissen wir das? Ich spiele nicht mehr mit euch. Ich blende gleich die Würfel auch ein. Ich möchte nur sagen, es ist 21.15 Uhr. Wir haben wieder immer noch überlebt. Ja. Es ist ein Schadenspunkt an uns geflossen. Ja. So das, jetzt aber, komm mal. Das waren leider 4. Das heißt, ich treffe auch dich nicht. Das heißt, wenn mir das Gleiche, gerade wie bei Schüssel, die kommen so an und ich bin schon so im Modus und ich dodge hier, dodge da, mache hier einmal den hier und weiche der Klinge aus, die mich köpfen will und ja. Easy. Exit. Das erste Schwert trifft dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Man hört dich noch nicht. Gemutet, gut. Jetzt hört man dich. Hallo. Hallo. Nie gut. Also wir haben uns entschieden, dass wir eine Suicide Mission machen. Aber bisher läuft es ganz gut. Sagen wir mal, so ein Ärger. Also, 2-0 für uns. Ja, 2 sind schon down. Von 25. Ja, das ist gut, wenn man bedenkt, dass Exit noch nichts getroffen hat. Also das kann sich jetzt ganz schnell ändern. Ja, allerdings wird Exit gerade mächtig zerbeult in diesem Kampf. Hat schon den zweiten ordentlichen, ihr hört nur so ein Bong bei euch. Und ja, dann klebt Hässlicher da hinten drauf. Da gehen jetzt auch nochmal 2 hin. Und schnappen sich Hässlich. Tom, hey, ich bin gerade reingekommen. Warum? Ja. Bisschen, wenn ich mal Chancen habe, euch zu treffen, dann nutze ich das auch. Nee, die haben keinen Bonus. Wir sind halt alle flink. Kann ich davon ausgehen, dass ich mich entsprechend vorbereitet habe, wenn wir in den Kampf gestürmt sind? Dann habe ich Hütchenspiel gewirkt. Hütchenspiel? Also als ich da raustrete, auf diesen Hof wahrscheinlich, macht es plopp, 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 plopp. Und es kommen mehrere Hässlichs neben mir. Das ist nice. Und so aus mir raus quasi. Plump, plump, plump. Ja, aber Alex würfelt eh Kacke. Das macht eine 1. So,
Wenn ihr schnelle Aktionen machen wollt, dann seid ihr dran. Ihr habt jetzt aber alle einen Negativwürfel, weil ihr in brachialer Unterzahl seid. Ah ja, das hat nichts mit dem Eingekesseltsein zu tun, sondern einfach mit der Menge an Gegnern. Ja, oder wie? Und von hinten. Und wahrscheinlich habt ihr sogar mehr, aber ihr habt jetzt erstmal einen, weil ihr einfach so im Rausche seid, dass ich da völlig hilflos bin, euch entgegenzutreten, gerade wie ihr merkt. Meine Reaktion irgendwie, also ich kann ja meine Reaktion irgendwie nutzen, um mich so, weiß ich nicht, zu verbergen oder zurückzuziehen, kann ich das auch nutzen, um diese Einkesselung so ein bisschen zu umgehen, also unter den Beinen von irgendwem durchzuwischen? Das kannst du als was? Als Reaktion? Genau, ich habe schnelle Reflexe, dadurch kann ich in meinem Zug einfach eine Reaktion nutzen, ja, um mich halt zu verbergen oder zurückzuziehen, das würde ich halt nutzen, um irgendwie dem hier zwischen den Beinen durchzuwischen. Mhm. Und ihn halt mit Trickserei anzugreifen. Mit meinem Dolch. Also ich wische ihm zwischen den Beinen und würde ihm gerne meinen Dolch in den Rücken rammen. Und dadurch, ich hätte normalerweise dann Vorteilswürfel drauf, aber dann würfel ich einfach in dem Fall jetzt ohne Modifikator. Okay. Mit einer 23? Ja, du triffst. Und dann habe ich ja hier extra. Damage 20 plus, ja, okay. Warte, erstmal normaler Damage und dann kommt noch ein W6 dazu. Also 4. Und dann habe ich ja noch einen Extrazug, weil was war die Schwierigkeit, den zu treffen? Okay, reicht. Ich kann noch mal auf ihn gehen. Diesmal aber mit minus 1. 17 getroffen? Ja, die haben 10. Ihr trefft eigentlich, ja, egal was ihr tut. Dann habe ich ihm nochmal 2 gemacht. Er lebt noch. So. Oh, schade. So, ihr könnt euch entscheiden, wer dran ist. Willst du als erstes Exit? Kann ich? Mhm. Ich würde jetzt erstmal ganz kurz meine Reaktion als erstes auf den gerade heftigen Angriff von den Idioten, die ich irgendwie verfehlt habe. Also alle, ich würde einmal... Ja. einmal durchatmen. Mhm. Und heil dadurch ja irgendwie 7,5 Schaden. Macht er das nicht automatisch? So, schade. Warum denn 7,5? Er steht oben, also 7. Ach, ich habe 7 auf meinem, aber da steht. Du kannst einfach einmal auf Heilungsrate klicken, glaube ich. Okay. Ah ja, schön. Mhm. Gut. Dann würde ich danach mit meiner Axt natürlich dann angreifen. Ja. Jetzt ist mir zu blöd. Jetzt ist vorbei. Ja, jetzt mag ich nicht mehr. So, und jetzt kriege ich was? Muss ich jetzt bei Boni oder Boni und Mali minus 1 eintragen? Ja, oder? Nee, oder darunter. Hebt sich das darunter bei Modifikator? Ja, bei Modifikator. Aber hebt sich das nicht auf, weil ich ja noch von Hässling. Das gibt ja nur Schaden. Außerdem muss er sagen, machst du das diese Runde wieder? Ich habe den Tapferkeitsgesang nicht singen lassen. Ich kann den. Ja, dann singe ich den noch. Also den muss ich kontinuierlich singen. Bitteschön. Was? Ich soll jetzt singen? Ach, jetzt habe ich keinen Angriff. Es gibt keinen Dämonenfürst, ohne dass du einmal singst. Dreimal. Unvorbereitet, oh Gott. Also ich würfel Schaden aus mit 21. Ja, ich habe nicht angewählt, ich habe gerade aus Versehen wieder abgewählt. Deswegen. Mach mal Schaden. Es ist völlig egal, wen du jetzt auch triffst, den lösche ich einfach. Und Zusatzschaden war über 20 und noch ein D6, weil... Also pass auf, darf ich diesen Angriff mal beschreiben? Ja. Ja, du mit dem ersten Bewegung hiebst ihm den Kopf ab, du hast aber so viel Schwung, dass du deine Axt oder dass du es nochmal drehst, ihm quasi durch den Bauch sägst. Und dein dritter Schwung trifft ihn an den Knien und er fällt so in 3 Teilen zusammen. So. Ja, vielleicht kriegen die anderen Angst und sind jetzt eingeschüchtert. Ja, ich mache tatsächlich gleich mal einen Wahnsinnswurf. Oh, komm mal, echt. Nicht der Inquisitor. Druselda, sei gepriesen. Ja. Ich habe auch einfach kein... Ah, guck mal, einer bleibt stehen. 2 haben es gesehen und rennen wie die Flitzpiepen weg. Na, guck mal, nochmal 2 weg. Nochmal 2 weg. Ja. So muss das. Und die müssen wir dann später auffinden. Und Chat, ich brauche Rerolls von euch. Hunderte! Nein! What? Gebt uns die Rerolls. Genau.
Doch, doch. Hm. Hässlich, Schissel, ihr seid noch. Ach nee, alle. Doch, nee, ihr zwei noch, ja. Ja, Schissel ist vor mir drin. Gut, ich würde mich einfach um 90 Grad drehen und den, der vor mir steht, mit dem weißlich-rötlichen Schaum vor dem Mund anschauen, zuknurren, ausholen mit dem Schwert und sogar treffen. Verrat! Ich rieche Verrat! Aber dadurch, dass ich im Berserker rausschwinde, kriegt er nicht nur die, sondern er kriegt auch noch 2W6 dazu. Ich nehme euch gar nicht mehr ernst. Ich höre euch nicht mehr zu. Nein. Weil kennen wir auch noch unsere Charaktere so gut. Ja, das nervt. Oh, ja. Sogar eine 6 dabei gewesen. Das wurmt mich wirklich. Das ist das Nervige. Und ich schlage ihm so in die Innenseite von seinem linken Bein hinein, in diese Schlagader. Es fehlt wirklich nur noch, dass du einen tötest, weil du irgendwas abbeißt heute. Das kommt noch. Ja. Oh, wir haben hier einen Reroll für einen Charakter. Welcher denn? Der nächste quasi, der... Der nächste, der dran ist. Ja. Für Wolfgang. Ja. Ach, Wolfgang. Für den Eierbiss. Ja, klar. Der noch nie geklappt hat. Das wird für den Eierbiss. Ja. Okay, dann haben wir noch hässlich. Nee, Moment. Hässlich muss noch singen. Er hat dich rausgerissen. Hässlich, ja, er meinte, er singt, wenn er dran ist. Ich muss erstmal in die Stimme reinkommen. Das ist nicht ganz die Tonlage. Bisschen krächziger noch. Ja. Ich bin übrigens hässlich, genau das war's. Ich inspiriere dich zu schaden. Damit du erschlägst die ganzen Masken in den Magen. Ja, nächstes Mal wird's besser. Ich glaube allerdings, dein neues Mikro ist nicht ganz so hässlich kompatibel, ne? Das hat ein bisschen was rausgefiltert. Wenn du zu, oder du musst die Hintergrundgeräusche ausmachen, wenn du zu hoch wirst. Zur Hölle. Qualitätsmikro. Steht der eigentlich noch? Ja. Was? Du hast 8 gemacht. Ich habe 8 plus 6 gemacht. Ja, nein, er steht nicht mehr. Er dachte kurz. Das ist so dieser Moment, wenn man den Kopf abhackt und er noch auf dem Kopf sitzt und dann fällt er so langsam zur Seite um. Ich habe gerade diese Vision von diesen ganz doofen Mangas, wo am Anfang nur so eine kleine Blutlache ist und plötzlich alles losspritzt in alle möglichen Richtungen. Genau so. Ach ja. Schön. Also bitte, Alex, also bitte. Wir können doch nichts für deine schlechten Würfe. Ja. Ich habe noch nicht einen schlechten Wurf von euch gesehen. Warte, Alex, warte. Warte. Oh, doch, ich habe voll verkackt mit der Tür. Wenn ich den Zauber richtig interpretiere, ja, ich muss ihn wirken und dann darf ich nur nicht aufhören zu singen. Ich darf dabei aber schießen. Ja. Das heißt, ich kann auch schießen. Ja. Dann schieß. Bin ich denn im Nahkampf mit jemandem? Ja. Oder? Ja. Dann schieße ich wohl nicht. Dann habe ich wohl mit meinem. Aber da sind auch noch entfernt. Da sind auch noch vor mir welche, die weiter entfernt sind. Du kannst auch auf die schießen. Nein, das geht nicht, weil ich bin ja im Nahkampf. Ich hau einfach einen mit meinem wunderbaren Narrenstab. Narren oder Narben? Noch ist es ein Narrenstab. Hm? Wollen wir mal sehen, ob es gleich zum Stab der Narben wird. Nein. Ich endlich schwinge den Stab und singe dabei. Es gibt Gerechtigkeit. Gibt sie wirklich. Ich freue mich so. Also, sie wagen, die paar, die noch können, wagen einen neuen Anlauf. Schleicher wird attackiert. Von 3 bösen Soldaten, die einfach nicht mit Schwertern umgehen können. Come on! Tadi! Warte. Reroll. Du hast keinen Reroll gekriegt. Doch, bitte, Torben hat Alex, mir einen gegeben. Bitte, aus Mitte. Deswegen sagte ich ja Verräter. Was? Er sah so hilfsbedürftig aus. Er sah so hilfsbedürftig aus. Ja, hat zum Glück nicht geholfen.
Und gegen mich selbst. Ja, du hast hässlich anvisiert. Gegen mich selbst, Alex? Du kannst doch meine Rerolls, die ich dir schenke, nicht gegen mich benutzen. Aber greifst du gerade mich an oder greifst du gerade? Ach so, nee, ich greife dich an. Nicht ja, aber ich habe die gleiche Verteidigung. Also, also Stärke minus 3 ist aber schon cool. Ja. Ja. Er stürzt sich in sein eigenes Schwert. Ja. Oder denke, also bei minus 3 müsste schon das Schwert abbrechen oder ja. Irgendwas. Was hat er gewürfelt für minus 3? Ich habe einen Fehler gemacht. Er hat wieder aus dem Fernkampf. Dieses System hier ist eine große Scheiße. So, ich muss es mal sagen. So, Schleicher. Drei Leute greifen sie an und wie eine, ich habe keine Ahnung, was du bist, entkommst du. Ich bin halt ein klassischer Schurke, also die Schwerter kommen und ich dodge die alle, weil das ist das, wie ich bisher überlebt habe. Und ich bin ja so groß wie ein Goblin, das heißt, ich springe wahrscheinlich so, wische so zwischen den Beinen durch und dann wieder zurück und die wissen gar nicht, wo genau ich eigentlich bin die ganze Zeit. Jetzt mal im Ernst, dieser Wurf hatte eine 19 angezeigt, das ist alles, es ist alles eine Schweinerei, die hier gegen mich passiert. Es passiert. Oh. Ein Schwert, du siehst es nicht kommen, von hinten. Oh. Sticht er in dich durch rein. Durch den Bauch. Boah, das in den Hals. Und tatsächlich ist da noch einer. Welcher ist es? Der unter dir war das. Der unter dir ist. Den habe ich auch schon anvisiert. Das ist der nächste. Und einen habe ich noch. Kann auch nicht sein, ey. Ja, das ist. Exit. Ja. Mache ich das halt ohne Bonuswürfel. Ich habe so viele Leute, es muss ab und zu mal hinhauen. Aber da ihr alle 13 habt und ich immer unter 13 würfel, wird das nichts. Aber ich habe noch hässlich und bei hässlich sind sie jetzt echt motiviert. Den kleinen, diese kleine Sacknase. Ich bin 5. Denk dran. Du bist 5. Achso, ich bin 5-mal da. Und alle bewegen sich genauso wie ich. Was gibt das? Gibt das Nachteile? Er muss würfeln, wen er trifft davon. Ah, das ist wie Spiegelbilder bei dir. Mhm. Ja. Mirror Image. Entschuldigung, Alex. So, ich habe jetzt 23 in der Gesamtheit. Der trifft dich. Ja, warte. Oh, noch ein Reroll für den Meister. Was? Was? Jawohl. Alex, pass auf. My du man. Du würfelst jetzt nochmal einen W20. Einfach nur einen W20. Ja, sag mir erst, was passieren muss. Ich würfel sonst nicht. Bei 10 oder weniger triffst du ein Duplikat. Ein Duplikat verschwindet. Und da waren es noch 4. 3. Jetzt sind es nur 3. Ihr seid dran. Ja. Stopp. Achso. Hammerzeit. Nee, warte. Es sind noch 4. Ich nutze dafür meinen Reroll. Okay. Oh nein. Tatsächlich ist. Ganz, ganz sicher die Tabelle falsch. Weil es steht bei einem Duplikat bei 16 oder weniger triffst du ein Duplikat und bei 4 bei 10. Das ist unlogisch. Okay. Ja. Ne, weil, ja, also jetzt ist es bei 15 oder weniger. Entschuldige. Nee, bei 16 oder weniger, weil ich ja nochmal würfeln wollte, aus Prinzip. Also du willst das rerollen? Ja. Und dann wäre es fast die 17 gewesen und es kommt die 7. Echt, ihr Scheiß, alles. Doch, die Rerolls nicht für so unwahrscheinliche Dinge weg. Doch, kann ich. Kann ich. Ich dachte, ich mach euch platt. Und, ja, gut, es sind die einfachsten Gegner, aber ja, dann macht mal. Ja, ich nehme wieder meinen schnellen Reflex, um hier einmal wieder einzwischen unter den Beinen durchzuwischen und. Starte wieder meinen Angriff mit meinem Dolch. Mit einer 23. Plus ein zusätzlicher D6, weil das mein gerissener Angriff war. Und ich habe wieder vergessen, den Gegner anzuklucken. Ja. Es tut mir furchtbar leid. Ist völlig egal, neben dem ich stehe. Also es werden erstmal 5 Schaden. Und weil ich wieder über 23 gekommen bin, habe ich ja nochmal einen Angriff auf den. Das heißt, ich würde noch ein zweites Mal zustechen mit meinem Dolch. Und
Oh, hab eine 1 gewürfelt. Das heißt, der geht wohl daneben und da rutsche ich wohl irgendwie blöd ab damit. Oh. Mhm. Ist okay. Passiert. Ich stoße mit dem Schwert direkt in den Bauch desjenigen, der mich getroffen hat. Und nutze den Reroll. Vielen Dank, Maggie. Den ganzen Wurf nochmal zu wiederholen. Tim, ist ja, wenn ich PBTA leite, dann würfeln alle anderen schlecht in der Regel. Das stimmt. Ja, aber wenn ich selber gegenwürfel, freut ihr euch des Lebens. Ja, der trifft. So, mit 13 dürfte ich treffen. Ja. So, das heißt, da haben wir das. Dann haben wir das und das. Uiuiuiui. Und dann haben wir das. Ich brauche echt dringend eine neue Waffe. Herzlichen Dank an Mackie. Ich nehme zuerst das erste Messer mit dem ersten Schwert. Schaffe ich, scheint er wohl gerade noch so den Schild davor zu hängen. Aber er wartet nicht, dass ich nur mal kurz zurücksetze und dann nochmal zustoße und an seinem Schild vorbei in seinen Bauch hinein, das Schild bis zum Heft in den Bauch hineingrabe, dass es hinten vielleicht rauskommt. Wahrscheinlich. Und dann ziehe ich es wieder raus und stoße mit dem linken Fuß einfach um. Ja, und irgendwie läuft dein ganzer Darm und Bauch, läuft alles auf den Boden. Eine zitternde Hand versucht es noch aufzuhalten. Ein anderer kotzt und fällt in Ohnmacht. Ja, alle kämpfen außer mir. Warte, gucken wir mal. Exit, kannst du kämpfen? Ja, ich Exit ist kämpfen. Die meine Schadenswürfe kriegt, oder wer kriegt die? Ja. Also, auch die richtige Wahl. Du saßt halt am Anfang auf ihr drauf hinten. Nö. Auf Exit ist Verlass. Yep. No. So, pass auf. Bei all dem. Dir passiert es aus Versehen, dass du den einen köpfst und deine Axt einfach so schnell da durchfährt, dass sie den zweiten gleich mitköpft. So. Alex ist jetzt auch egal. Zirk. Nimm das jetzt einfach hin, dass wir die beiden machen. Ja, tatsächlich. Jetzt wird Alex langsam lieblos. Ja, hässlich. Pass auf, ich nutze meine Reaktion, um mich aus diesem Kampf zu lösen, indem ich, ne, das ja. Als Goblin sozusagen, dass ich nach hinten slide. Geh, wohin singe du auch dabei möchtest. Gerade Blutgedärme, Messerstiche erfreuen uns des Lebens. Und ziehe meine Armbrust vom Rücken und mache Wumm. Und alle verbliebenen drei Ebenbilder machen das auch. Aber sie machen auf Stufe 3 noch keinen Schaden, oder? Sag mir, dass sie keinen Schaden machen. Ach so, gut. Sieht nur so aus. Das wäre heftig. Nein, das wäre hässlich. Hässlich, ja. Das scheint zu treffen. Ja. Ja, das trifft mit 11 gegen 10. Das ist aber auch luschen. Ja. Nur irgendwelche Inquisitoren. So. Ich bin dran. Einmal traue ich mich noch. Ein letztes Mal. So. Hässlich. 14. Nein. 14. Er trifft. Niemals. Dann doch, man sieht es im Chat. Es ist doof, dass. Also, warum trifft er es bei 7? Weil das eigentlich ein Plus ist, um das kurz aufzulösen. Aber ich kriege diesen Würfel da nicht raus. Ja. Dann würfle einen W20. Mach ich. Ich habe keinen Bonus mehr, tatsächlich. Ach so, einfach so ein W20. Ja, das ja, kann wegen, ich machen. Wegen der Spiegelbild. Nein, wegen der Spiegelbild einen W20. Ach so. Und bei 15 oder weniger triffst du einen Spiegelbild. Oh! It's time for revenge. Immer auf die Kleinen. Immer auf die Kleinen. Ich mach, ne, Tom, nicht rumfuhrwerken, da. Ja, ich werde den Teufel tun. Und der dritte.
Ja, also die spanische Inquisition ist das nicht. Das ist mehr die panische Inquisition. Voll witzig. Der war schon ein bisschen witzig. Einer steht. So, bei Exe kann ich den Würfel zu machen. Der hat nämlich Riesenschiss, der da vor ihr steht. Yeah. Aber er ist noch da, der eine. Und ich weiß nicht, wen ich anvisiert habe, aber ich. Mich passt schon, ja. Oder? Nee, also eigentlich hat er irgendwen von der Inquisition. Ich hab mich selber, aber 16. Friendly Fire. 16 passt. Trifft trotzdem, ja. Und ja, mit dem Note der Verzweiflung haut er dich und trifft und steht da vor dir und jubelt wie ein Wilder. Ja, Treffer! So. Gleicher. Jetzt in den Schnetzler gerät gleich. Mhm. Hi! Das demütigt sie mich. Idiot, ne? Unter dem Motto, ja. Du kannst ja immer noch treffen. Ich hab eine Eins gewürfelt, ich treffe nicht. Ach, das tut mir aber nächste. Leid. Ich hab eine 5 gewürfelt, der trifft nicht. So, der eine da hinten, dem ist das jetzt scheißegal, dass da seine Kollegen stehen. Der attackiert dich jetzt mit dem Bogen. Einen toten Mutig. Inquisitor trifft, steht er. Trifft seinen Kameraden in den Rücken und er stirbt. So. Yes. Ich bin so, wenn er die M aufgegeben hat. Ja. Von TPK zu A. Ja. Heißt es, okay. Dann würfel ich wieder eine 3 und treffe natürlich nicht. So, ich das Schisselbauchfaust ist ja großartig. Ich würfel eine 7 und treffe natürlich nicht. Ja, was ist das für ein Kackspiel hier? Ich würfel eine 12, das reicht natürlich nicht. So, pass auf, der Spieler, der darf jetzt willkürlich Bonuswürfel einsetzen. Plus 10 wie 20. Ja, nein, aber was passiert ist tatsächlich, weil ihr habt es ja 3, 4, ihr habt ja 2 Drittel erledigt. Ja. Und die warten langsam zurück. Und jetzt passiert tatsächlich das, der Moment, wo die sich da drin trauen, euch zur Hilfe zu kommen. Zur Hilfe zu kommen. Und ihr hört Kampfschreie aus dem Haus und diese humpelnde Verbandstruppe läuft in den Kampf. Und wir kürzen das ab. Die werden abgeschlachtet von euch allen. Mesh-Division ist eingetroffen. Ah, voll gut. Die schaffen es, 3 von 4 von euch auf die Schultern zu nehmen und euch hochleben zu lassen. Bei Exit probieren sie es nicht. Ja. Ihr seid ja des Wahnsinns! Fantastisch! Ich sag doch, das war ein großartiger Plan. Unsere Burg. Er hat doch gesagt, Wahnsinn. Bisher hat das alles immer funktioniert. So sind wir so weit gekommen. Ich liebe dieses Schwert, ich nehme es mit. Einer von den Inquisitoren, vielleicht zufällig ein Kurzschwert, weiß ich gar nicht. Ja, nee, die haben alle Schwerter. Was für, also normal lange Schwerter, oder? Ich weiß gar nicht, habe ich eine Musik? Ich kann dir einen Skimitar geben. Was ist das für ein Ding? Ein Säbel. Eine kurze Krummschwert. Der ist auch ein bisschen kürzer, ja, weil irgendwie mit meiner Sneakersack finde ich irgendwie so ein Langschwert ein bisschen flairmäßig falsch. Aber so ein Krummsäbel, wie viel Schaden macht der denn? Fast so viel wie ein Schwert, aber ich kann es dir gerade drüber geben, wenn der Meister es gerade drüber werfen kann. Das wäre nice. Weil es ist ja immer schön und gut, wenn ich so cool Schaden mache, aber irgendwie der Decker hat halt 1d3. Ich halt mache heute gar nichts mehr für euch. So, dann suche ich mir das halt aus dem Inventar, aus dem Buch raus. Ich hab's ja schon gemacht. Dankeschön. Glaube ich zumindest, wenn es geklappt hat. Ja, ist drin. Ja, sehr schön. Hässlich hat gar nicht gemerkt, dass der Kampf zu Ende ist und musiziert und singt die ganze Zeit weiter. Ja, Freunde. Jetzt bin ich raus. Zur Hölle, ich hatte es eben noch. Warte. Ja, Freunde, schöner als die meisten. Das ist das Lappen wieder. Vier Freunde, schöner als die meisten. Ich muss es später nochmal versuchen. Ich hatte einen wundervollen Reim und er ist mir wieder entschieden. Der Zauber bricht zusammen. Alle stacheln dich an. Und eine Seite meiner Klampfe reißt. Brrr.
Und wir stehen einfach in diesem Innenhof wahrscheinlich und es ist alles voller Blut und Innereien, oder? Goh. Richtiges Gemetzel. Yeah. Ja, der ganze Innenhof ist rot gefärbt. Organe liegen rum. Hm. Köpfe. Oh Gott. Der brutalste Stream, den wir jemals hatten. Weiß ich nicht. Kult ist ein Scheiß dagegen. okay. Gut. Und jetzt in den Keller? Ja. Ach so. Wollen wir nicht Geld? Und oh, wir geben euch alle Belohnung. Wo finden wir denn? Leben noch wie viele leben noch von uns? 40, 50? Waren es noch 3? 5? 14, 10. Es waren noch 3. Oh. die Kaltenborn und noch 2 andere. Und naja, der Typ, der auf der Luke Weinbrand. Weinbrand. Also genau. Die wir vorher befreit haben. Weil wir haben ja die 5 in bei den Sarkophagen befreit und die davor, die gefoltert wurden. Nee, ich glaube, die meinten die außerhalb von diesem Kerker noch leben. Ja. Und das waren noch 4 dann mit Weinbrand zusammen. Yeah. Genau, wir würden sagen Geld und wenn wir holen noch sie. Wir holen unsere Anführerin. Es lebt unsere Anführerin noch. Ja. Ja. Und wenn wir dann noch die Monster in der Zisterne, dann müssen wir nochmal neu aushandeln. Was denn für Monster? Wir wissen immer noch nicht, wovon ihr redet. Ja, in dem Raum, in dem ihr nicht wart. Da war so ein Monster mit einem Stierkopf. Oh, und was ist mit der Falltür? Und was ist unter der Falltür? Wer die so bewacht, muss da Geld haben. Niemand geht in diese Falltür! Alle stellen sich vor euch auf. Okay. Beschützen wir, hört ihr? Okay, aber was ist mit dem Monster in der Zisterne? Keine Ahnung. Müssen wir unsere Chefin fragen. Ja, dann sollten wir das vielleicht tun. Wie heißt denn eure Chefin? Die Kaltenborn war das doch, oder? Ja. Nein, es muss nicht sein. Vielleicht heißt sie ja anders. Doch. Ach so? Ritterin Kaltenborn. Ah. Wisst ihr, wo wir sie finden? In einer Höhle. Draußen. Unweit. Ah, unser geheimes Versteck. Aha. Eddie, geh sie holen. Semi-geheim, sag ich mal. Der eine läuft los. Habt ihr jetzt so eine Dreiviertelstunde bestimmt, bis sie wiederkommen? Ich schnapp mir nach alter Tradition so eine Inquisitionsmaske. Nee, die hatten keine. Nee, das waren keine. Aber innen drin. Aber unten waren welche. Ja, das stimmt. Haben die Geld dabei? Looten! Erst mussten sie bluten, jetzt können wir sie looten. Ja, das würde Schleicher, also Schleicher verwandelt sich wieder in eine menschlich aussehende Gestalt. Wahrscheinlich irgendeine Kopie von irgendeinem Typen, der hier rumliegt, dessen Gesicht ihm einigermaßen gefallen hat. Die sehen alle ziemlich eklig aus mittlerweile. Ja, aber lebendig haben sie nicht so eklig ausgesehen, alle. Und dann macht sich Schleicher auch auf die Suche nach ein bisschen Gold. Ihr findet 247 Kupfer und 25 Silber. So, macht was draus. Es ist aber schwer. Kann man das eintauschen in Gold? Nein. Ich schreibe mir einfach mal 100 Kupfer und... Nein! 275 Kupfer. Das. Hast du auch... Hast du gelootet? Ja, so entzweie ich euch. Dabei beobachtet. Mit krummen Geldsummen. Ich kann einen Wurf auf Heimlichkeit machen. Bewerf mich damit. Größer als mein Haufen. Das weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt. Das sind keine Abortmeisterschaften. Ich bewerf dich mit Kupfer. Geh weg. Ich esse so ein Stück Kupfer. Ja. So, und jetzt gehen wir runter zur Falltür. Nein. Was denn? Was haltet ihr denn von der Idee? Wir gehen rein, machen die Tür zu, dann können sie nicht mehr reinkommen. Und dann gehen wir und machen die Falltür auf. Hm? Aber was wollen wir denn da? Die Falltür ist doch in dem Haus draußen vor dem... Das war ganz woanders. Ich glaube, wir sind da mehrere Stunden unterwegs. Ach so, im Dorf wo ihr drin seid. Ja, genau. Aber da sitzt ja Weinwand davor. Drauf.
Und konnte nicht weggehen. Der sah ja schon aus, als ob der da, weiß ich nicht, sich überhaupt nicht wegbewegt. Und wir wissen, er sagt dann, unten ist der Tod, also. Wir sind der Tod. Ja, ja. Aber man muss es jetzt auch nicht, ne? Wenn man nicht mal weiß, was man davon hat am Ende. Ja. Exit, was glaubst du denn? Ich weiß. Genau. Musst du aufgezogen werden? Ja, immer, immer, immer. Ich schau mal, ich nehme mal meinen Spiegel und schau mal nach. Ja, ja, vielleicht kann mich jemand aufziehen. Okay. Und das wäre mein Stichwort gewesen. Bitte? Nein, ich hätte sie jetzt mit einem schönen Spruch aufziehen können und ich war nicht bereit. Du warst nicht vorbereitet. Oh nein. Oh nein. Also so, zieht mich jetzt wer auf. Wie viele Uhrwerke brauche ich, um ein Uhrwerk auf? Nein, naja. Ja, wenn jemand Räuberleiter macht, dann können wir dir helfen. Weil wir sind ja jetzt alle klein. Er ist groß. Nein. Er kann das. Er ist aktuell ein Goblin. Nein, er hat nicht aufgepasst. Schleicher hat gerade wieder eine menschliche Gestalt angenommen von irgendeinem der Inquisitoren. Das heißt, Schleicher zieht sich einen Handschuh über und... Entschuldigung, ich hatte noch Blut im Auge. Ich glaube, du hattest ein Auge im Auge. Ja. Guck mal. Ja. Oh Gott. Ja. Er zieht auf jeden Fall Exit auf. So, und was war jetzt euer Plan? Warten, bis wir unseren Lohn gekriegt haben für die schwere Arbeit und dann fragen, ob wir noch mehr Gold bekommen, wenn wir das Monster da in der Zisterne um. Ja, das ist das auch ein guter Plan. Lasst uns kurz rasten. Ja. Also rasten wir. Ja. Ja. Warten wir ab, bis die große Dame kommt und uns das richtige Geld. Ja, sie kommt angehumpelt nach einer Zeit. Hunger. Wie haben Sie, wie habt ihr das gemacht? Wir sind die Besten. Mit Gesang. Jetzt glaube ich das auch. Ich dachte, heißt es, ein paar Hochstapler sterben wir halt, aber ihr habt es geschafft. Ja, alle tot. Oder weggelaufen. Und ihre Leute leben. Dafür gibt es doch bestimmt noch mal extra Gold, oder? Dass wir zu viert diese Festung eingenommen haben. Ja. Leichengeld. Ich weiß gar nicht, was ich dazu soll ich sagen. 200 Goldmünzen. Ja. 400. Pro Nase. Okay, passen Sie auf. Passt auf. 400 Goldmünzen können wir zusammenkriegen. Aber wie habe ich gesagt, heißt er? Eddie. Nee, wie hatte ich gesagt? Wer? Ja, Eddie. Eddie ist losgelaufen. Eddie hat mir etwas berichtet. Es gibt ein Problem. Ich guck Schüssel an. Die Tür unten zur Zisterne ist kaputt. Die immer abgeschlossen war. Okay, jetzt gucke ich Exit an. Ich gucke auch Exit an. Könnte sein, dass ich nicht weiß, wer das war. Für 400 Gold würde ich Exit da einbauen als Tür. Hey! Es hat ja niemand gesagt, dass man da nicht reingehen darf. Für 400 Gold guckt hier bitte, was da los ist. Okay. Wir beschützen diesen Eingang seit Generationen. Es ist nie etwas herausgekommen. Da sind nur Tiermenschen drin. Sehen Sie, dann ist das doch ein leichtes. Klar. Können wir vorher schlafen? Nein. Oh Gott. Das muss erledigt werden. Das mächtige Grauen da unten könnte unsere ganze Zisterne wieder überrennen. Wir sind alle angeschlagen. Ja, aber... Gut, dann lass uns das schnell machen. Mein Hütchenspiel hält nur eine Stunde. Okay. Gut. Hälfte der Stunde ist jetzt wahrscheinlich rum. Wir haben ja irgendwie eine Dreiviertelstunde auf die warten müssen. Oh Mist. Ich hätte es nicht gemerkt. Tut mir leid. Also Rasten ist nicht drin, ja. Also ich meine, für mich ist es, glaube ich, noch nicht so wild, aber... Ich weiß ja nicht, wie es Echo geht. Exit geht. So lala. Also Rasten ist nicht drin, ja? Nein. Okay.
Na dann, dann keine Zeit. Ich werde euch singend begleiten. Kling! Ja, so, herzlich. Los! Gut, ihr wollt da rein, ja? Ja. Nein, aber. Hell, für 400 Gold. Aber für 400 Gold machen wir alles. Wahnsinnige! Wahnsinnige! Die Rufe schallen euch hinterher, als ihr in den Keller marschiert. Meinen die uns? Nein. Das ist aber was Gutes. Ja. Ach so. Ganz bestimmt. Großartig. Total. Mhm. Wir sind einfach wahnsinnig gut. Ja. Das sollten wir als Gruppennamen etablieren. Wir sind die Wahnsinnigen. Das ist, glaube ich, der treffendste Gruppenname, den man sich vorstellen kann für uns. Ja. Mhm. Aber okay. Ich bin happy, dass ich jetzt endlich einen Säbel habe. Eure Schritte schallen. Meine Armbrust. Eure Schritte schallen durch den Korridor. Ihr tretet auf diese Zisterne, die ja so mit 6 Säulen, der Raum wird durch 6 Säulen gehalten. Die ist auch relativ lang tatsächlich. Und ihr tretet da so ran und ihr seht so diese diese leichten Stufen, die hinabführen. Und dann seht ihr da unten, das ist, wo man denkt, dass der Grund sein sollte, da schimmert das. Und irgendwie seht ihr, irgendwie einen roten Morast, der da irgendwie sein muss. Und sind das irgendwie, ist das ein Schädel, der da aufgespießt, den du da von oben siehst irgendwie? Also es ist nicht das Wasser selber, aber irgendwie statt dem Boden ist da irgendwas anderes unten. Kann ich ein Steinchen runterwerfen? Kannst du einen Stein ins Wasser legen, ja? Ja. Ja, der sinkt unter das Wasser und ist quasi nicht mehr im Wasser und du siehst, na gut, Steine siehst du wahrscheinlich nicht, der ist nicht mehr im Wasser. Er ist wahrscheinlich zu, nee, wirst du nicht sehen. Aber er sackt nicht langsam runter auf jeden Fall. Er ist weg. Er ist verwirrt. Es sieht aus, als ob da Wasser drin ist. Es ist Wasser drin. Ja. Aber irgendwo unter dem Wasser, man kann nicht so richtig sagen, in welcher Höhe, siehst du so eine rote, zähflüssige Flüssigkeit und irgend so ein Pfeiler, der da drin steckt. Also es muss irgendwie eine Tiefenwahrnehmungsstörung sein, die man hier hat. Wie weit, also ich kann nicht beurteilen, wie tief Nein, das aber ist. Nein, das ist alles so wabert. Ich würde nur meinen Kopf unter Wasser stecken. Also über den Brunnenrand. Ja, sie ist weg. Oh. Okay. Ich bin gleich, passt perfekt, ich bin gleich wieder. Die macht das schon. Ey, Moment, kein Spaß ohne mich. Und ich ziehe das Schwert und springe hinterher. Ich singe lieber, wenn wir durch sind, sage ich. Und dann mache ich so eine Arschbombe mit der Klampfe in der Hand. War jetzt da irgendwie ein Loch, weil da waren noch am Anfang irgendwie Treppenstufen. Ja, die führen auch so langsam rein, tatsächlich, ja. Aber dann verschwinden die einfach. Aber ja, tatsächlich. Also ich würde mal bis zur untersten Treppenstufe gehen und würde dann meinen Fuß runter, ob sie einfach nur zu klein sind. Nein, wenn du an der untersten Treppenstufe bist, bist du auch schon schwupp weg. Nein! Doch! Nein. Ich kann nicht schwimmen! In Fachkreisen nennt man sowas ein Flachportal. Ja, ich bin aber nicht aus einem Fachkreis. Ich wäre niemals so weit vorgegangen. Ja, das ist jetzt okay. Ja, das saugt dich quasi weg. Ja, alles gut. So, was passiert ist, dass ihr tatsächlich, es musste eine Art, haben wir noch nicht gehabt im ersten Abend, dass eine Art Beam sein, der euch quasi erfasst. Auf jeden Fall seid ihr alle kurz in der Luft, in einem ziemlich dunklen Raum, wo nur so 2 Fackeln so ein bisschen erleuchtet wird, ist ein langer Gang, der so ganz leicht erleuchtet wird und dann macht es Flatsch und ihr landet in diesem Raum, in dieser zähflüssigen Morast, wo ihr gleich riecht und merkt, das ist ein Morast, der geht euch Goblins ungefähr bis Brust und der besteht nur aus Blut und Innereien. Und in diesem Blut und Innereien sind tatsächlich Säulen aufgebaut und menschliche Schädel starren euch in einer Kakophonie des Entsetzens an. Und jetzt dürft ihr euch ohne Wurf alle einen Wahnsinn geben, weil die Situation da rein zu...
fluchen? Der Lacher. Das ist mein Moment. Ja, das bewirkt das direkt irgendwas? Oder? Also, ja, warte. Ich kann mir keinen Wahnsinn geben. Ich auch nicht. Echt? Doch, du musst auf Insanity klicken. Einfach einmal anklicken. Hat bei mir funktioniert. Eins. Genauso bei Schaden. Schaden. Nee, tatsächlich noch nicht. Man erleidet dann, wenn man so viel hat wie 12. Willenskraft. Wie, ne? Willenskraft. Ja. Ja, das dauert eine ganze Weile. So viel Wahnsinn. Also ich meine. Es ist, ich bin gerade sehr überrascht, dass mein Charakter noch gar keinen Wahnsinnspunkt hat eigentlich. ich habe euch tatsächlich einige Male würfeln lassen, aber ihr habt das immer geschafft. Das war bisher euer, leider Gottes, wie alles. Ziemlich. Und gut. Dabei habe ich minus 1 auf Willenskraft. Beton das nochmal extra. Ist schon in Ordnung. Mag diese. Also ich habe Spaß. Wenn du Wahnsinn, warte mal, ich muss nochmal sicher gehen. Immer wenn dein Wahnsinn ansteigst, zählst du für eine Anzahl von Runden gleich deinem aktuellen Wahnsinn als verängstigt. Oh. Solltest du schon verängstigt sein, bist du benommen. Genau, also ihr seid alle eine Runde ganz kurz, steht ihr da zitternd in dieser Blutsoße. Und ja, also wirklich bis zur Brust, das ist schon eklig in den Gedärmen drin. Und dieser Raum ist das ist bestimmt 30 Meter lang, dieses Becken. Und ihr seht, links gibt's, hinter euch links gibt's eine Tür, hinter euch rechts gibt's eine Tür und vor euch links scheint es auch einen Ausgang zu geben. Also da geht das dann auch leicht hoch, da scheint es ansteigend zu sein. Wie hoch ist das? Die Gedärme und das Blut? Brust. Ja. Also okay, gut. Man also sieht ab, warte, ihr landet ab ins Rollenspiel. Man sieht, wie so ein Zipfel von einer Narrenkappe, wie so eine Haifischflosse aus diesen Gedärmen rausguckt und dann wie so... Ich sehe ja nichts. Und dann, nein, bei euch Brust hoch. Ach, bei uns, klar. Ja, ja. Ja. Ihr seid der Maßstab hier. So langweilig. Was machen wir jetzt? Wartet kurz. Ich tauche einen Finger in diese Suppe und. Oh nein, bitte nicht. Oh, hässlich. Mach Menschen das doch oder nicht. Menschen ist die Frage. Alles. Extra Plan. Eine Gemengesuppe. Das ist wie Mamas Blutsuppe. Ja, mit allem. Oh, und wir kann sind ich mir noch einen Sanity-Punkt geben? Einfach weil. Ich würde gerne würfeln, ob mich das noch mehr verstört. Wo sind die Tiermenschen? Okay, ich gebe mir noch einen Wahnsinnspunkt einfach, weil ihr so krank seid. Krank seid, ist gut. Entschuldigung, ja. Wir kommen hier alle gerade gar nicht drauf klar und die fangen an, das zu essen. Ich übergebe mich fast und die essen das. Sieht man im Sichtfeld irgendwo einen Treppenaufgang oder irgendwas? Ja, es geht quasi zu all diesen drei Türen scheinbar leicht hoch. Dann. Also kannst du aussuchen. Vorne links, hinten rechts. Was ist das nächste? Vorne links. Ja. Er würde auch sagen, chronologisch erstmal die erste Tür. Chronologisch. Erstmal zur ersten Tür. Und erstmal horchen, ob man da irgendwas hört. Mhm. Oder ob es da einen Schlüssel gibt. Ja, es ist tatsächlich eine good old Tür. Mhm. Also so ist es tatsächlich. Ja, dann mach doch mal einen Wahrnehmungswurf. Okay. Alle? Ich nicht. Ich bin gerade abgelenkt. Ich hab mir so eine Kette Darm um die Schultern gelegt. Ach, come on, ey. Warum? Warum? Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Warum? Oha, Schüssel. Yay. Ja, ihr... Ja? Nein, alles gut. Ihr hört... Für später. Wieder eine Kacke. Also, das ist kein Mensch, der noch schreit. Das ist ein
Ton des Ich kann nicht mehr schreins, weil es mir so schlecht geht, so jammert da jemand vor sich hin. Das ist richtig eklig. Also der muss dauerhaft Schmerzen haben, aber er hat keine Kraft mehr zu schreien. Das hört ihr. Passt ins Bild. Wir sind in der Hölle. Ich drück mal auf die Tür. Lässt sie sich aufmachen? Ja. Dann drücke ich sie ganz langsam weiter auf. Ja, ist erstaunlich gut geölt. Mit Menschenfett. Gucken alle gleichzeitig rein? Also klar, also hier so vier Köpfe um die Tür. Ja, die zwei kleinen Goblins, dann ich und Exit von hinten. Wir werden auch alle gleichzeitig von der Blickattacke getroffen werden. Ja, also, das ist tatsächlich ein... Blickattacke? Nein, das ist, sowas habe ich nicht für euch. Ihr seht, also erstmal sind da die guten Fomoris drin. Fomoren? Fomoria. So Wolfsmenschen im Grunde. Also Werwolf praktisch. Ja, in der Art zumindest. Ich glaube, sie werden nicht. Du bist es, glaube ich. Ja, von Anfang an. Ja, was machen die? Es gibt sechs Fomoria, so eine Art Wolfsmenschen mit Klauen, Mäulen. Die haben alle sechs halten Seile. Und an diesem Seil hängt ein gefesselter, nackter Mensch. Unter diesem gefesselten, nackten Mensch, also der hängt über einen Meter über einem pyramidenförmigen, breiten Pfahl, der von Blut und Fäkalien schon glänzt und der richtig spitz ist. Und die haben ganz viel Spaß. Die senken ihn immer langsam auf diesen Pfeiler ab und dann hört ihr diese Schreie und ihr dürft nochmal Willenskraft würfeln. Warte kurz. Wie ist der positioniert? Ist das jetzt was... Ja, er wird gepfählt. Oder? Er wird total unanständig. Nee, so wie man Leute gepfählt hat. Es gab, glaube ich, so nicht spanische Reiter, das hieß so ähnlich. Das war auch so ein Dreieck, da wurdest du draufgesetzt und ist durch die Schwerkraft. Ja. Dann hast du nämlich Gewichte unter den Füßen gekriegt und durch die Schwerkraft hast du dich so langsam. War das nicht so das Ding von Flat the Impaler? Oh, ich habe Flat hat eher so Schlöcke genutzt. Naja. Ich hab noch mehr in Petto. Oder? Also ich habe eine 1 gewürfelt, was bedeutet das jetzt? Wo was waren würfeln wir? Das ist Wahnsinn. Du kriegst nächsten Wahnsinnspunkt. Okay, aber dass es jetzt ein kritischer Fehlschlag war jetzt. Nee, das ist egal. Du, okay. Erstarrt. Wer es nicht schafft, erstarrt. Oh, alle. Nee. Ach doch. Nee. Exit rührt das nicht. Also einen Wahnsinnspunkt kriegen wir dazu. Jo. Ja. Gut. Also. Ja gut, die Verängstigung. Ihr drei von vier, Exit, du wunderst dich, warum sich keiner regt außer dir. Ja. Alle klammern sich am Türrahmen fest. Aber nach 6, 7, 8 Sekunden. Okay. Haben die uns bemerkt? Nö, ihr hört so, es klingt wie so ein gackerndes Lachen von denen. Immer wenn er runtergezogen wird und ja. Der quillt da auch schon was aus dem Bauch raus. Das kann man nicht so richtig sehen, wie groß die Wunde ist. Und, dann ziehen sie ihn wieder hoch und einer guckt sie ein bisschen runter und dann lachen sie wieder alle. Aber völlig wahnsinnig. Ich stelle mal auf FSK 18. Du hast ständig jetzt auf FSK 18. Ich hab's vergessen. Wollen wir die jetzt platt machen? Wir müssen hier doch eh alles aufräumen, oder? Ja. Ja. Ich trete zur Seite, um Exit in Vortritt zu lassen. Sorry. Exit nimmt die linke Seite und wir nehmen die rechte Seite. Kriegen wir eigentlich durch diesen Willenskraftwurf noch mehr Wahnsinn? Auch nein. Doch, wenn du es verkackt hast, kriegst du einen Wahnsinnspunkt. Ach, das auch noch? Okay. Ja. dass ich freiwillig gewürfelt habe gerade. Meine linke oder rechte Augenbraue zuckt ganz arg. Ja, ich wäre in Schockstarre, aber habe mich jetzt auch wieder aufgerappelt. Wie lange schocken wir denn? Das sind 5, 6, 2 Runden, das sind 6 Sekunden oder so, die euch. Ah ja, großartig. Okay, ich habe einen Plan. Drauf und schnetzeln? Ja, ihr. Ihr könnt das machen, ich doch nicht. Aha. Und ich nehme diese
Kette von meinem, also dieses Gedärmzeugs von meiner Schulter. Sieht ein bisschen aus wie Würstchen. Sieht aus wie Gedärme. Sagt bereit, sagt, wenn ihr bereit seid. Schleicher guckt zu Exit und Schissel und zieht seinen Säbel. Mhm. Zieht das Schwert. Mhm. Bereit? Bereit? Exit hat schon lange die Axt in der Hand. Also. Ich gebe euch auch den Überraschung. Also ihr könnt hinlaufen und einmal zuhauen. Den kriegt ihr von mir, weil die sind so in ihr Spiel vertieft. Ihr habt so lange gezögert, dass sie wieder absenken. Also einmal gequält wird er jetzt auf jeden Fall noch. Darf ich mit einem Gesang beginnen? Weil ich ja meinen Liederinspiration. Nee, das klaut euch die Überraschung. Ja. Nee, dann stürmen wir erstmal rein, würde ich sagen. Ja. Oh, ich weiß nicht, wie egoistisch ich bin, aber. Ja, ich klimper mich so langsam, ich groove mich langsam rein, während die nach vorne schon. Okay. Gut, dann stellt euch, also für die da sind, wir machen das ohne Battlemap. Ich habe das nur grob eingezeichnet. Also nicht wundern, dass wir immer sagen, wir tun was. So, dann. Ja. Ja, auch wenn eine Ini-Runde. Nee, das aber machen wir eben auch. Ihr habt ja einen Überraschungsangriff, also seid ihr dran. Mhm. Wer dran ist, könnt ihr euch einigen. Markiert sie bitte, wenn ihr angreift, dann ist es für mich leichter. Ja, Exit, willst du anfangen? Dann fange ich halt an. Dann so, Achtung, jetzt wird geteilt. Achso, Exit ist ja auf der linken Seite, dann gehe ich auf die rechte. Achso, ich kann auch. Nee, alles schon, alles gut. Okay. Ich habe mich von hinten an den nächsten rangeschlichen, also auf Zehenspitzen bin ich so an den Rand von hinten. Schau mal, mach mich bereit. Oh, Exit! Exit würfelt nichts anderes als 20. Das ist der Wahnsinn. Nichts. Sie hat noch nicht einen Wurf heute gehabt, der nicht bei 20 ist. Streng genommen. Und sie hat nur plus 5. Ja, aber das ist egal. Das ist immer noch. Bei der Wahrscheinlichkeit, es ist nicht komisch. Nein, es ist nicht komisch. 20 fucking Schaden. Wo kommen denn die ganzen Würfel? 27. Und jetzt kommt noch einer, glaube ich. Nee, was er singt nicht. Ja, das ist leider Gottes nicht mal geschummelt. Pass auf, das Schlimme ist, ich kann den Schadensverstärkungszauber nicht mehr. Nee, ich kann nur noch den Zauber, der dir 2 Bonuswürfel auf Treffen gibt. du killst den, ja, also du läufst in diesem Saal und wie immer von oben nach unten, der Wolf ist kippt auseinander, oder der Wolfsmensch, und in 2 Hälften und alle starren dann an. Und das ist der Moment, wo ihr anderen noch was machen könnt. Ja, ich habe mich ja von hinten an den, auch an den, der an der Tür am nächsten war, rangeschlichen, während Exit so reingecharged ist wahrscheinlich. Mhm. Und habe den Krummsäbel gezogen und würde ihn wieder mit hier mit Trickserei als heimtückische Attacke damit angreifen. Dadurch habe ich ihn. Hast du ihn anvisiert? Ja, habe ich. Mhm. Mit einer 22. Ich komme an, echt ihr. Und da kriege ich, und da würfel ich doch direkt mal Macht. Und ich kriege noch einen W6 dazu, weil es ein Tricksereiwurf war. Ich kriege noch einen W6 dazu, weil es ein Tricksereiwurf war. Weil es über 20 war. Und ich denke, der hatte nicht 17 zu treffen. Also ich muss ja mindestens 5 über den. Nein, der hatte nicht 17 zum Treffen. Okay, weil dann krieg ich noch einen weiteren Wurf. Oh, guck mal, Gott, aber der geht daneben. Okay. Also alles gut, keine Frage. Alles gut. Es ist nicht alles gut. ihr seid Stufe 3. Und ihr spielt hier wie Stufe 22, die es gar nicht gibt, weil ihr mit euren Würfen alles wegschnetzelt. Ich will Spannung simulieren. Spannung. Ja, das machst du ja durch die Beschreibung. Also es kommt doch bestimmt noch der große Dämon, den wir verhindern sollten, dass er beschworen wird oder so. Vielleicht. Ja. So, wer ist dran? Schleicher hat fertig. Alles klar. Ich laufe zu dem anderen, ganz rechts, vorne, hole aus und der da, ja? Ja, der da. So. Hole aus und würfle eine. Und würfle 19. eine. Die Schwertanimation sieht ja schön. Eine gar nichts. Au!
Ich finde, dass Schissel irgendwann so verchromte Stahlzähne braucht. Ja. Aber Achtung, definitiv. Ich kriege ja einen Bonus. Ich kriege nicht Bonus plus 1, sondern ich kriege eigentlich einen W6 als Bonus. Ja, aber das, bei einer natürlichen 1, die du gewürfelt hast, hätte dir auch ein W6 nicht geholfen. Du? Ist es eine 1? Ja. Nein, das. Doch. Doch, ist es. Entschuldigung, alles klar. Sorry. Hässlich. Hässlich. Ich hatte zuerst überlegt, meine Armus zu nehmen und dann gedacht, ach, wozu? Also, und dann gröle ich und schwinge dabei die Gedärmekette. Blut, Gedärme, schlimme Dinge, seht unser täglich Brot, wie hier stürmen ins Gedränge und schlage in euch alle zu. Und dann werfe ich die Kette zu den Hunden. Los, Doggos! Oh mein Gott. Ich werde hier wirklich. Das war meine Aktion. Und pass auf. Ich werde hier ultimativ gedemütigt. Die reine Demütigung. Warte, die kommt jetzt erst. Die reine Demütigung und Verachtung. Und sonst mache ich nichts. Ich wirke keinen Zauber oder so. Gar nichts. Wir brauchen es nicht. Ich singe einfach nur. Das ist ein bisschen dekadent, aber okay. I take it. Ja, ich muss sparen. Ich habe kaum noch Zauber. Was habe ich getan? Okay, ich habe tatsächlich ja gesagt, ihr habt einen Überraschungsangriff. Das ist hier, glaube ich, das heißt, wir starten mit der Inni. Das heißt, Schissel und Schleicher, ihr seid schnell. Mhm. Ihr dürft zuerst. Okay, dann. Könnt auch gleichzeitig, aber nee, macht. Ja, gut, der war ja so überrumpelt, dass er sich wahrscheinlich noch nicht mal umgedreht hat von dem ersten Hieb. Sollten wir dieses Spiel nochmal spielen, suche ich ein im gleichen Level irgendwie ein Level 20 Abenteuer raus. Und dann gehst du in 5 Minuten tot. Ich schlag also mit dem Säbel nochmal zu, mit einer 19 dieses Mal. Das trifft. Ja, und doch der zusätzliche W6. Oh, guck mal, das macht dann ja 13 Schaden. Ja, wie tötest du den denn? Also pass auf, er hatte insgesamt nur 10 Lebenspunkte. Du hattest ihm schon 7 weggemacht vorher. Das heißt, es ist ein Gemetzel wieder mal. Ja, okay, das heißt, der erste hat ihn einfach so richtig tief in den Rücken rein und dann hol ich eben nochmal aus und schlag ihm einfach mit dem Säbel von hinten im Kopf. Aber das macht viel mehr Spaß als mit einem Dolch. Ich wort Wahnsinn. Nicht wahr? Ach, come on, ey. Schüssel. Yay! Und dann. Wo kann ich mich eigentlich noch bewegen, weil dann würde ich natürlich. Nee, dann war das kein. Nee. Ach, bewegen kann man sich nicht. Dann wäre es eine langsame Aktion gewesen. Ah, du hast dich aber für die schnelle entschieden. Also zumindest. Ich hole wieder. Was ist nochmal für ein Unterschied? Dann bist du vorher dran in der Inni. Ah, so funktioniert. Sonst hätte ich dich an. Das heißt, aber ich kann eine Reaktion benutzen, um mich zurückzuziehen oder so. Da ist ja keiner mehr. Okay. Also Rückzug ist nicht gleich Bewegung. Chisel. Ja, irgendwie. Genau, irgendwie, als wir da in diese Brühe reingefallen sind, müssen sich irgendwelche Finger oder sowas in meine Hose reingebracht haben. Irgendwas stört da, irgendwas piekst und das lenkt mich total ab und ich schlag jedes Mal daneben. Rosella ist nicht mehr bei uns. So, der. Ich bin dran. Nee. Ach so, doch, wenn du nicht läufst, bist du dran. Ja, ich mach gar nichts. Ich sehe, wie Schissel versagt und singe. Schissel, du bist meine Niete, ich mach den jetzt für dich platt. Und dann schieße ich auf den. Oh, ist Nachteilswürfel, ne? Ist mir vollkommen gleich. Ja. Wusste ich aber auch nicht. Roll. Na guck mal, das ist doch alles. So, der hat einen Speer und damit haut er jetzt nach Schissel. So, ja. Trifft mich doch. Du Eierloch. Nein, er trifft dich nicht. Aber der zweite rennt auf dich zu. So. Und attackiert dich. Hast du... Hab ich was? Nicht du. Nee. Ich drehe mich... Nee. Ich drehe mich so quasi nach hinten durch. Ich sag, Willkommen! Egal. Und währenddessen wird der arme Mann einfach völlig gepfählt jetzt. Ja, genau, die haben ihn ja losge...
Die ein bisschen leid tut mir schon. Weißt du, das Problem ist, die sehen so gefährlich und so gemein aus und es sind halt trotzdem nur Hunde. Ja, streiten sich gerade um die Wurst bestimmt. Um die Wurst. Ja, um die Gedärme. Was? Das ist nicht schlimmer als das, was in die Serie. Meinst du die Wurst? Exit. Mhm. Darf ich jetzt? Ja. Wieder? Ja? Ja. Okay. Ich hole mir kurz, während du zuschlägst, ich will es nicht sehen, ich hole mir was zu trinken. Moment. Reacher? Nein. Wie er fertig ist heute einfach. Nee, bei Game of Thrones. Schau mal, ich habe dich getroffen. Oh Gott. Ich meine, war hieß die Serie Preacher? Preacher? Oder nicht? Weiß ich nicht, aber da haben sie quasi mit einem Darmteil haben sie Sprit abgesaugt. Das war irritiert. Das kann sein. Ja, bei Preacher sind auch sehr viele weirde Dinge. Und bei The Boys passieren auch sehr viele weirde Dinge. Mhm. Okay, ich glaube, hat das getroffen? Das wissen wir gar nicht. 13? Wenn es rot ist, tendenziell. Nee, dann hat er nicht getroffen. Ne? Oder? Ich denke eigentlich nicht, nee. Nee, genau, es wird blau sein. Okay. Oder grün-blau. Ja. Für die Farbenblinden. Soll ich dann einfach schon mal weitermachen? Das Lustige ist, eigentlich weil müsste die Defense angezeigt werden, sobald man einmal getroffen hat, glaube ich. Aber ja, keine Ahnung. Mhm. So, ich muss den anwählen, sonst kriege ich wieder Ärger. Und dann, dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ich glaube, das hat getroffen. Hallo. Die würfelt gar nicht mehr Schaden, ne? Doch, nee, noch. Exeter, ich habe schon einfach mal weitergemacht. Und dadurch, dass ich eine 26 habe, kann ich ja noch mal angreifen. Ach so. Also ich habe jetzt den vor mir. Nee, Exit hat nicht getroffen. Ach so, genau. Also ich habe jetzt einmal 6 Schaden gemacht und habe ja noch, weil ich über 20 gekommen bin, meinen zweiten Angriff mit einer 12, der trifft aber auch nicht. Okay. Würde ich ausholen. Und würde treffen. Ja. Und hätte in Summe 15. Wie tötest du den denn? Ich nehme das Schwert und gehe von unten so in seinen hier ungefähr so, wo der Apfel ist, hier am Hals, und gehe nach oben, schräg nach oben in seinen Rachenraum hinein. Weil ich ja kleiner bin als er, steche nach oben und ziehe wieder raus. Ja, der sackt zusammen. Mist, es sind nur noch so wenig übrig. Ich habe gerade einen ganz famosen Plan, wie ich einen erledigen könnte, aber ich fürchte, wenn ich dran bin. Ja, du bist dran. Nee, und Exit Ach, komm. Darf noch. Das ist der nächste Runde. Darf ich mein... Hä? Nee. Was? Nee. Nee? Ach so. Doch, okay. Nee. Denn ich war der Letzte, Ach so. Als ich geschossen habe. Ah, jetzt okay, stimmt. Dann sind die ja dran. Dann bin ich ja doch dran. Ja, dann bist du dran. Dann bin ich dran. Nee. Ja, aber warte mal, meine war doch tatsächlich, da ich eine langsame Aktion hatte. Doch. Eigentlich ich mein, ja, tatsächlich ja. meiner der Letzte. Eigentlich das stimmt schon. Ich. Ja, das meinte ich. Achso, dann ist Exit nochmal dran. Ja, genau. Ich bin jetzt nochmal dran. Yeah. Okay. Yay. Hey. Ah, würfel. Aber jetzt. Aber jetzt. Ja, aber jetzt. Aber ja. jetzt. So, 26 Schaden. Nur 26. Blutiger Fleck. Du hast eine neue Technik rausgefunden, wie du von unten nach oben spaltest. Der weiß. Das macht mir Spaß. Ja, ich glaube, das mache ich öfter, diesen Schwung. Okay. Wer ist jetzt? Ich bin dran? Ja. Ja. Nee, jetzt bin ich dran. Ja, du bist dran. Aber
Ich habe ja nur eine Aktion angesagt, deswegen ich laufe auf den, wer sieht noch am gesündesten aus, der bei Schüssel oder der bei Wir sind beide gesund. Ah ja, dann... Diese sind beide gesund, ich habe dem 7 Schaden gemacht. Ja, der ist dann noch gestorben, oder nicht? Also, der gerade noch vor mir steht, dem habe ich gerade 7 gemacht. Mhm. Ich renne zu dem bei Schüssel hin. Mhm. Das ist meine Aktion, ich laufe. Dann habe ich übersehen. Oder 6 Schaden habe ich dem gemacht. Na gut, weil du das bist. Moin an Freiberg. Ja, ich zweifle da nicht dran heute. Details. Was willst du machen, Torhässlich? Ich renne einfach auf den zu singender Natur. Lalalala. Und ich steigere mich in einem Crescendo quasi in der Lautstärke. Und ich renne einfach auf diesen Hund bei Schissel zu und kann aber nicht mehr machen. Ich habe ja nur schnell angesagt, deswegen renne ich einfach nur hin und hoffe, dass er in der nächsten Runde noch steht. Machst du gerade das Trollolo-Lied? Mhm. Mehr oder weniger. Habe ich heute schon mal einen Wurf über 5 gewürfelt? Ich frage ja. Für einen Zwerg. Ah. Du hast mich getroffen. Ja. Mich auch. Ja. Dreimal. Mich auch. Einmal. Euch auch. Ich versuche ihn gleich tot zu singen. Das ist mein Plan. Kriegst du jetzt zum Beispiel? Ich habe eine natürliche 20 gewürfelt. Mache 1W6 Schaden, weil die so schlecht sind. Dann mach das doch mal. Und würfel ein. Gibt's ja keinen kritischen Treffer oder so ein Quatsch? Nee, das kommt auf eine Fähigkeit an, aber die haben die nicht tatsächlich. Ihr seid dran. Ich habe einen kleinen Kratzer im Gesicht. Ja. Aber er riecht das Blut und vergisst alle Sorgen. Das haben wir gleich mit den Sorgen. Ich vergisst er sie für immer. Ja. Ich hasse. Na, oh Mann. Schleicher. Hat der zweite schon? Ich bin dran. Ich wusste gerade nicht, ob der zweite auch schon angegriffen hat. Ich habe ihn noch ausgewählt. So, sonst kriegt ihr wieder Ärger. Ne? Ich meine. 24 trifft. Werde ich gleich mit meinem Plan überraschen. Alex, muss ich was zu sagen. Ich glaube, wenn du dran bist... Das sind 9 Schaden. Gibt es keinen Plan mehr, Tom? Ich will ja auch wollte ja auch nicht dahin. Ich will ja zu Schissel. Schissel ist erstmal dran. Wird er den Eierbiss rausholen? Schleicher könnte nochmal würfeln, weil er hat über 20, oder? Ja, genau. Ich kann noch einen weiteren Zug ausführen. Kann ich meinen Dolch werfen? Den ich am Gürtel habe, nach dem anderen. Oh. Ja. Macht das Bonus, Malus, irgendwas? Würfel doch erstmal. Du hast Gewandtheit 15. Okay, ich habe eine 1 gewürfelt, das ist auch egal. Okay. So, pass auf. Dein Dolch verschwindet da irgendwo. Okay. Im Dunkeln. In Schissel, ja. Oh, guck mal. Ich kann auch Schaden würfen für Schissel. Das ist nur 1D3. Mich triffst du aber nicht mit einer 1. Naja, wenn ich den anderen treffen wollte. So, Schissel, mach. Ich mach? Ja. Okay, dann mache ich. Und trifft. Ich treffe ihn. Ich hole aus. 2-1. Nein, 2-2. Und gut. Verletze ihn am linken Fuß. Ja, am linken Bein eher gesagt. 6 von 10 haust du ihm schon irgendwie mitten ins Knie rein, aber so richtig, denn du hörst einen heulenden Laut von ihm. So, es könnte hässlich. Nee, ich habe erst den schnellen Zug. Ich darf mich einmal wehren und dann darf hässlich nochmal. Nicht, dass ich mich heute wehren könnte, um das kurz Du hast eine 20 gerade gegen mich gewürfelt. Also ich hab eine 1 gewürfelt. Also früher bei WoW, ne, hat man gesagt, du hast quasi einen Pech-Account. Ja. Weißt, egal. Ich kann hin, wenn ich möchte. Ja, und zuhauen. Nein, ich! Ich lasse hässlich den Vortrag. Okay. 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 Pass auf, ich renne auf ihn zu. Wirke im Rennen.
Stimme projizieren. Das gibt mir eine Reichweite von 1,5 Kilometern, in der meine Stimme zu hören ist. Entsprechend, ne? Und dann springe ich ihn an, schnapp mir seinen Kopf und singe ja die ganze Zeit und brülle ihm volle Elle ins Ohr. Hunde sind ja geräuschempfindlich. Ich überlege, ob in so einem dumpfen Keller, wo man nicht kilometerweit hören kann, nicht die Ohren deiner Mitspieler auch ein bisschen in Leidenschaft gezogen werden. Aber du mögest recht haben, der wird wahrscheinlich in, ich gönne dir das, der ist der letzte. Ich weiß nicht, soll ich einen Wurf auf? Nein. Okay. Du lässt sein Gehör und alles irgendwie, keine Ahnung, platzen und er verdreht nur die Augen, ist weiß, sinkt zu Boden und genau, ihr. Obwohl, Exit nicht. Die denkt auch nur, was ist denn los hier? Erzähl ein bisschen, aber ich habe ja nicht so große Ohren wie Schissel. Pass auf, die anderen zwei müssen Willenskraft würfeln. Oh, das ist doch. Echt, ja, okay. Die Kakophonie der Lautstärke. Ja, okay. Ja, nee, okay. Er steht auch dichter dran. Oder hat große Ohren. Ja. Ich bin gerade versucht, dich anzugreifen, und damit es aufhört. Ja, ich habe meine Lunge hält ja nicht ewig, die ist recht klein. Ist er jetzt gerade draufgegangen, weil er ihn angeschrien hat? Ja. Okay. Cool. So, es herrscht Stille in diesem Raum, tatsächlich. Ich suche meinen Dolch. Hey, das war einfach. Weil meine Stimme noch so weit trägt. Okay. Ich sollte vielleicht die Klappe, oder? Ja, mach mal. Ihr steht in einem Raum, wo ein weiterer Zugang verschüttet ist, und es gibt tatsächlich eine Tür. Ach, da ist auch noch eine Tür. Ja. Finde ich meinen Dolch erstmal wieder. Mach mal einen Wahrnehmungswurf. Oh, klick, klick. Ich glaube nicht. Nee, der scheint weg zu sein. Verdammt. Diesmal bin ich schlau und loote ein paar Hundeleichen. Haben die Dolche? Nee, die haben Speere. Oh, nee. Ja, was macht ihr? Also in dem Raum ist nichts mehr anderes. Nein. Wie geht's denn dem Typi, der auf diesem spanischen Pferd saß? Naja, du guckst zu ihm jetzt. Ja, der war ja einen Meter drüber, die haben ihn abgesenkt und der zittert irgendwie auf dem Ding, aber ist aufgespießt. Okay. Ja. Wir hätten das vielleicht besser planen sollen. Der war doch nicht mehr zu retten. Ich meine, guck mal, da läuft schon die Hälfte, ist schon aus ihm rausgelaufen, als wir reingegangen sind. Ich glaube, wir sollten ihn erlösen. Ich kann das nicht. Nicht. Es tut mir übrigens leid, aber es dauert eine Minute, bis das vorbei ist. Okay, ich gehe, er geht hin und würde ihn erlösen. Also am besten so schnell wie möglich. Also wahrscheinlich den Kopf abschlagen, das geht schnell. Stich ins Herz ist. Da muss ich zielsicherer sein. Also ich habe mit Spalten gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht solltest du das machen, Exit, weil du hast einfach mehr Durchsetzungskraft. Und mehr Höhe. Dann Exit, erlöse ihn. Exit, der Exiter, ich gehe mal hin. Nee, du musst nicht würfeln, du. Nicht? Erlöst ihn, aber sowas von schnell. Okay, ich habe jetzt Übung drin. Auf jeden Fall. Also in dem Raum, du meinst, war noch eine andere Tür? Ja, genau. Jupi. Meine Freunde, ich glaube, wenn wir hier raus sind, dann müssen wir uns mal einen ganz langen Tag ganz ruhig und gemächlich so im Badehaus gönnen oder so. Wir haben dann auch ganz viel Gold. Naja, ich meine einfach nur, damit wir nochmal so ein bisschen zur Besinnung kommen und naja, das irgendwie. Und ich schnips noch so ein paar Gore-Reste von meiner Schulter runter. So. Bist du nicht derjenige, der sich gerade Gedärme um den Hals gehängt hat und diese Leichensuppe gegessen hat? Vielleicht. Na gut, wie auch immer. Wollen wir zur Tür? Wir sind alles Fresser. Ja. Gut. Los. 400 genau. Gold warten. Wo ist denn die Tür? Rechts, links, unten? Links.
macht ihr vorsichtig auf und kommt in einen kleinen Gang, der rechts und links Durchgänge hat, wo man im Grunde in verschüttete Räume reinguckt. Ist nichts drinne, aber es gibt geradeaus eine weitere Tür. Und ihr müsst gar nicht horchen, ihr hört schon wieder Schmerzensschreie. Was, wenn wir wirklich in der Hölle sind? Ich meine, dann können wir das ewig machen. Dann machen wir das wohl ewig. Ich würde ein bisschen durch ein Schlüsselloch, wenn es sowas gibt, durchgucken. Ich bin Künstler, das wäre einfach... Wenn es ein Schlüsselloch gibt? Nein. Okay, dann macht er die Tür vorsichtig und leise und langsam auf und möchte erstmal gucken, was uns dahinter erwartet. Ja, dahinter erwartet euch, ich gebe jetzt die Blutwarnung raus, wenn jemand zartbeseitigt ist, sollte ihr diesen Stream jetzt ausmachen. Warte, jetzt? Ja, jetzt. Warte, sprunghaft steigen die Wirts ein. Ja, also, dieses Ding ist ungefähr 4 Meter hoch, dieser Raum, der vor euch ist. Aha. Da hängt ein Mann an einem Holzrahmen. Seine Beine sind auseinandergezogen. Also er hängt quasi kopfüber. Oh. Und es gibt 4 Fomori in diesem Raum. 2 dieser Fomori stehen auf so Podesten und haben eine sehr lange Säge in der Hand. Mhm. Und mit dieser Säge teilen sie ganz, ganz langsam den Körper des Menschen an der Leiste. Warte kurz. Willenskraftwurf. Das zuckende Opfer gurgelt nämlich im Strom seines eigenen Blutes und seiner Eingeweide, die langsam herauskommen. Und unter ihm liegt schon ein säuberlicher Haufen abgetrennter Körperteile. Was ist jetzt schon alles abgetrennt? Bei ihm noch gar nicht. Es muss Opfer vorher gegeben haben. Das ist wie so ein Reißverschluss, den du dir vorstellen musst. Also ich verstehe. Der Schatten des Dämonenfürsten. Ja, diesmal. Diesmal war das eigentlich alles noch immer recht easy. Gut. Das war alles Taktik. Wir haben die Leute mit dem ersten Video, was einfach nur Spaß war, haben wir sie angelockt. Und jetzt sind wir hier. Schlimm. Okay. Sehr schön. Ja, keine Zeit verlieren, würde ich sagen. Ihr solltet bitte euren... Habt ihr ihn alle gemacht? Ja. Ich habe 20. Ich sehe nur Schissel und hässlich mit dem Willenskraftwurf. Nee, ich habe eine 14. Ach so, Hexe hat eine 4. Okay, dann... Deswegen stehe ich ja etwas da. Ja, dann Wahnsinn und für Schissel und... Wie viel habt ihr inzwischen? Ja. 3. 2. Okay. So, und das ist ein Kampf, den ich jetzt einfach mit euch gleich ausspiele. Ich hab die Schnauze voll davon. Das sind nur 4. Ich mach das einfach nicht, okay? Okay. Ich möchte nur eine kurze Überlegung von euch. Versucht ihr irgendwann irgendwie diesem Mann, der eine halb aufgesägte Leiste hat, zu helfen noch oder schreibt ihr ihn ab? Naja, noch kann man doch was machen, oder? Klar. Also ein bisschen Spucke reicht nicht. Ich kann ihn heil singen. Ja, der ist noch nicht verloren wie der andere. Also ich würde schon sagen, dass wir versuchen. Okay, dann sagt mir kurz euren Plan, wie er wäre. Und dann wird er, wenn er halbwegs sinnig ist, auch klappen. Aber wir töten die Sägenden zuerst, oder? Sind zwei haben die Säge oder haben sind alle zwei? Ja. Ja, dann ist vielleicht am schlausten, wenn einer zuerst auf den einen Sägenden geht, der andere auf den anderen Sägenden, dass wir ihm dann denen dann irgendwie auch die Säge wegnehmen und die irgendwie zur Seite kicken. Und Exit nimmt den Rest. Ja, und Exit erledigt währenddessen den Rest. Okay. Ich dachte, ich heb den Typi einfach runter. Ich meine, ich bin 3 Meter hoch. Aber da müssen wir zuerst die Wölfe, weil die nerven nur. Also die schwanden die ganze Zeit an uns. Erstmal die Säge weg. Okay, okay. Wenn ihr das sagt, dann machen wir das so. Und ich singe dabei einfach. Der Wahnsinn treibt uns zitternd durch die Nacht. Dum, dum. Ja, das war der Plan. Oh Mann. Ja. Fantastisch. Es gibt ein Gemetzel seinesgleichen und die 4 fallen da nieder. Ihr könnt den retten, aber der wird euch nicht begleiten können. Das ist okay. Ich benutze das Talent Zaubererholung, hole mir dadurch Gesang der Heilung zurück
und wirke Gesang der Heilung. Kabumm. Ja gut, dann muss ich ihn erstmal wieder runtersetzen. Gesang der Heilung. Bumm. Da kann sich jetzt jeder... Also ich muss es machen. Oh Gott. Also ich gebe jetzt einfach jedem ein bisschen Heilkraft. Ich habe noch keine HP verloren. Das, also ja, jeder, der es braucht... Doch, ich glaube, ein HP habe ich verloren. Ein habe ich dir eben. Einen hast du verloren. Ein, ja, jeder, der es braucht, kriegt halt Heilung in Höhe seiner Heilkraft zurück. Ja, kann's das aber, glaube ich, auch gut. Ganz sehr auch, schön, glaube ich, verteilen. Ich glaube, man kann das auch einfach Healing Rate. Apply Healing to Select Token zum Beispiel. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das auch machen könnt. Gut. Mm. Ich kann es nicht. Aber ich habe auch gerade irgendwie die. Nee, irgendwie kann ich, glaube ich, auch nicht. Du müsst einfach draufklicken auf die Healing-Rate, ne? Genau, auf die Healing-Rate draufklicken. Ach so. Wird es minimiert. Ja, ich kann nur, ich kann es nicht auf mich selber an Dings und tatsächlich. Nee, in eurem Charakterbogen könnt ihr auf Healing-Rate klicken. Ja, ja, das ja. Ich hätte, ja. So, und dann gäbe es hier eine Tür nach links und dann landet ihr wieder in dieser Blutkloake. Das heißt, das war so ein kleiner Kreislauf und es gäbe nur eine Tür, die quasi geradeaus von euch weitergeht. Ah, dann haben wir nur noch die eine. Ja. Okay, na dann. Oh. Jetzt habe ich keinen Heilungsgesang gemacht, genau. Ach, egal. Sehr gut. Gut. Halt, halt, halt. Was? Wir haben uns gar nicht mit dem armen Mann unterhalten. Der ist auch nicht in der Lage, sich zu unterhalten. Also, okay. Der hat Traumata. Deluxe, der sabberte ist, und brabbelte. Ja. Und vielleicht sind wirklich in der Hölle, bestimmt. Mhm. So einer kleinen Taschenhölle. Mhm. Sowas in der Art bestimmt. Okay. Ja, ja, ja. Ihr müsst da einmal durchwarten, natürlich wieder. Ist aber kein Willenskraftwurf. Ihr seid ja inzwischen gewöhnt, die Blutmasse. Geht auf der anderen Seite einen Gang entlang, der dann nach links abbiegt, etwas länger. Und es gibt wieder eine Tür. Und ihr macht sie wahrscheinlich wieder vorsichtig auf. Ich kenne euch ja. Und das erste, was ihr seht, ist ein polierter, 2 Meter hoher Messingbulle in der Mitte eines runden Gewölbes. Und unter diesem Messing oder an dem Rand sind flankiert 2 an Pfählen befestigte Richträder. Und unter dem Bullen lodert ein Feuer, um das sich 3 Waage kümmern, die tatsächlich von Inquisitoren die Roben und die Masken tragen, was ein bisschen komisch aussieht. In der Nähe nagt ein Fomor an einem menschlichen Bein, wo ihr relativ schnell merkt, das muss er dem einen, der an einem Rad hängt, ausgerissen haben. Denen fehlt ein Bein und das blutet ganz stark, also noch nicht lange her. Und was tatsächlich hier passiert, ist, in dem Moment, wo ihr reinkommt, dass die diesen Bullen aufmachen, das scheint also eine Funktion zu sein, und aus dem Bullen kommt tatsächlich ein Tiermensch hervor. Oh. Hingenommen sind die ja auch schon Tiermenschen. Ich dachte jetzt, du hast ja das volle Repertoire. Ja, pass auf. Okay. Ja, und dann schnappt er sich einen von dem Rad und schmeißt ihn in den Bullen über dem Feuer. Der schreit natürlich sofort, weil der total heiß ist, und sie machen ihn zu und ihr hört die Schreie dieses Menschen in diesem Barbecue. Müssen wir wieder würfeln auf Willenskraft? Ja. Danke, Rike. Danke. Ja, wenn schon, dann richtig hier. Jawohl. Da habe ich wohl noch einen Wahnsinnspunkt mehr. Das sind bei dir schon relativ viele, ne? 4. 4 nur. Ich habe nur 3. Nur 3. Der eine war freiwillig. Der hat denn am wenigsten Willenskraft, sodass er... Also ich hab -1 auf Willenskraft, also 9. Dann hast du weniger als ich. Aber ich muss tatsächlich hier nicht... obwohl... Wie gut ist der Tiermensch? Nee, ich gucke halt. Nichts. Zu wenig. Was kommt jetzt? Guckst du was kommt nach, denn ob du jetzt? Uns irgendwie wehtun kannst? Ja, ich vermute es auch. Ich kann euch mit 2 nicht wehtun. Es geht nicht.
Ja, schon. Du kannst uns mit zwei nicht wehtun. Mit zwei Wagen kann ich und einem gerade neugeborenen Tiermensch kann ich eurer Gruppe gerade nicht wehtun. Ach, das weißt du doch noch gar nicht. Vielleicht würfelst du nur 20er. Für mich ist es okay. Fühlt sich der DM. Nein. Ja, nein. Komm, aber lass uns das doch. Also. Ja, meinetwegen, komm. Ja. Ich bin gespannt, wie du das für YouTube editieren wirst, dein Verzweifeln. Ja, da werde ich mich als mutigsten Menschen von Welt, der sich euch entgegenstellt und vom Greenscreen sozusagen. Richtig, an sich glaubt. Und ja, bitte. Ihr habt. Okay. Wo ist der Stier? Ihr seid Stier? Auf jeden Fall da, ich auch auf euch zu. Nee, der Stier ist ja aus Messing. Ich dachte, da wäre ein Tiermensch rausgekommen. Du willst es auch wirklich wissen, ne? Ja, natürlich. Ich wollte die ganze Zeit schon dieses eklige Tiermenschwesen abzuschnetzeln. Okay. Dann willst du uns den nicht mal geben. Ich habe eine Frage. Wo sind denn die ganzen anderen Tiermenschen hin, die wir schon gesehen haben, eigentlich theoretisch? Wie viel haben wir denn gesehen? Ach, es gibt noch eine weitere Tür. Noch zur Hölle. Nein. Okay. Gut. Rieke war scharf aufs Metzeln, also so. Ja. Wenn wir schon so ein Dungeon-Crawling spielen, dann aber richtig. Ja, ich schleicher charged irgendwie todesmutig auf diesen. Wie viel Wahnsinn hattet ihr jetzt? 4. Ach, 3. Okay, danke. Und würde, also komme aus den Schatten raus und stürze mich geschickt und behendig auf den. Mhm. Oh, trifft das nicht? Oder nee, ich weiß nicht auszuwählen, es tut mir leid. 21 trifft, oder? Okay. Und dann mache ich 12 Schaden und weil ich über 20 gewürfelt, darf ich noch einen anderen? Ja, du stürmst drauf zu, stichst sie direkt irgendwie durch den Mund nach oben und der weiß überhaupt nicht, was passiert ist, zuckt und ist tot. Was? Das hat gereicht? Das war ja, du hast den Neugeborenen, oder? Also ja, aber ja. Ich dachte trotzdem, dass der mächtiger ist. Ach so. Das war ein Tiermensch-Kälbchen. Die mir die Grenze? Warte, das wusste ich noch nicht. Warte, so? Mörder! So ein zartes Fleisch. Das ist Ostern. Ist aber, so jemand isst auch Lämmer. Und aber so. Vielleicht ist Ostern, ne? Ja. Vielleicht ist Ostern. Oh Gott. Es ist kein Schafsmensch, es ist ein Stiermensch, hast du gesagt. Okay, aber dann habe ich die zweite Attacke ja gar nicht gebraucht, wenn ich dem direkt den Säbel durch den Kopf gerammt habe. Dann kann ich noch irgendwie. Wie ist diese metallene Bulle verschlossen? Ist da irgendwie ein Griff dran oder so ein Verschluss? Oder? Ja. Ja, ein Griff. Aber nicht auf. Mhm. Mach's lieber nicht auf. Noch schreit der doch, oder? Ja, aber. Nee, ja. Okay, ja, dann brauche ich es auch nicht mehr. Dann ist vorbei. Ja, der nächste. Ich halte mich vor. Ich weiß nicht, wer Schüttel da anvisiert hat, das kann ich nicht sagen, aber irgendjemand hat Schüttel anvisiert. Ich habe jemanden anvisiert, ja. Nee, dich. Ich habe Schüssel so. Anvisiert, weil ich ihn heilen will. Ach, bitte. Ah. Ja. So. Mit einem Bolzen in die Brust? Ja, endlich ist er nicht mehr wahnsinnig. Lobotomicus Maximus. Ja. So, das wären in Summe 17. Und ich hole aus. Und ich treffe gar nicht mal so schlecht, denke ich mal. Kebums. Alex ist fertig. Aber du bist dran. Tati schüttelt auch nur den Kopf. Du bist dran gegangen, ne? Ja. Kannst du dich nicht ziehen? Nee, schau mal nicht. Ja, pass auf. Spielfigur nicht ausgewählt. Jetzt passiert Folgendes. Deswegen ist es doch vielleicht ganz witzig, dass wir das machen. Wenn ein Wag durch ein Wesen innerhalb seiner Nahkampfreichweite Schaden erleidet, kann er eine Reaktion nutzen, um zu beißen. Ja, dann. Erstmal musst du treffen. Jetzt trifft er mit. Plus 1 bei Boni und Mali? Oder 1, Tom?
tun? Also, wenn du ein W6 dazu haben willst. Einfach nur ein. Nee, nee, du kriegst immer W6. Vor- und Nachteile sind ja immer ein W6. Einfach, ja? Ja. Mach mal eins. Genau. Ah, okay. Ja, trifft. Sag's nochmal. Ja, ja, trifft. Danke. Schisselwolf. Danke. Du kriegst leider nur. Schisselwolf. Ah. Immerhin. Ja, er beißt dir in die Schulter. Oh. Ich fang an zu sammeln. Beiß sie zurück. Ja. So, nächster. Das muss Exit sein. Mhm. Ich habe hier bloß das Pop-Up-Fenster gerade im Weg gehabt. Also, welchen Gollum, den da hier? Ist das der Gegner? Alle, die keinen Namen drunter haben, sind Feinde. Ja, ich war jetzt nicht sicher, ob drunter oder den, drüber. Den habe ich auch schon getroffen. Achso, okay. Ja, dann machen wir ihn jetzt weg, oder? Jo. Gut. Weg. Weg. Oder auch nicht. Muss weg. Oder auch nicht. Der mag nicht weg. Wie? Ja, ich weiß auch nicht wie. Hässlich. Ich schaffe Wenzel da durchs Gemetzel und Decken und sinniere so. Wenn ich es recht überlege, ich kann auch andere Leute so bezaubern, dass sie aussehen wie jemand anderes. Das wäre doch hier ein Riesenspaß gewesen, hätte ich jetzt den da zum Inquisitor gemacht. Und ach, was soll's. Und ja, ich treffe eh nichts. Ja gut, nein, noch Koch, weil im Vorbeigehen haue ich einfach mit meinem Knüppel zu. Im Vorbeigehen, was soll's. Es ließ sich einfach nicht am Kampf beteiligt. Nein, mach das schon. Wow, ja. Ja. Mit meinem Narrenkappenstab. Ja, ihr denkt echt, ihr werdet verarscht. Er kommt vorbei, haut einmal von hinten auf den Kopf und er sackt zusammen. Das ist ein Mörder. Das ist übrigens ein Mörder-Gobbo. Mhm. So, der Wag ist dran. Der darf auch einmal. Und also Gobbo. Ja. Gobbo. Mhm. Gobbo, Mörder-Gobbo. Und hat eine Gobbo. Axt mit der Haut nach. Der neue Tag gibt dir was. Was? Oha. Gleich, ja, ja, das hat getroffen, ne? Das hat getroffen. Ich würde sagen, Schleicher, die Axt haut dir passend. Er ist ein Hüfter. Er haut dir in die Hüfte. Ein Hüfter. Ein Hüfter. Okay, cool. Ja, 7 von 23. Ja, das hat ordentlich wehgetan. Ja, ja, du bist tatsächlich als nächstes, weil es gibt ja nur. Ja. Come on, es gibt ja nur dich mit schneller Aktion. Und alle anderen müssen, wenn sie nicht schießen wollen in den Nahkampf, dann. Dann greife ich doch mal an. Das geht sofort zurück. Also er haut mir da so rein und ich versuche mit meinem Säbel da zurückzuhauen. Boah, 16? Hättest du ihn anvisiert, hätte ich sofort gesehen. Tut mir leid, jedes Mal. Ich weiß auch nicht. Ja, das trifft. Nee, warte, drauf ist Treffer. Mhm. Ja, dann triffst du. Okay, sehr gut. Bin jetzt mal kein extra Schaden. Na? Oh. Doch. Ich krieg einen. Aber ich kann nicht nochmal angreifen. Na, immerhin. Eine 8. Ja, er wird getroffen und tatsächlich. Fletscht er dann aber im Blutrausch deine Zähne und beißt auch dich. Kann ich meine Reaktion benutzen, um mich zurückzuziehen? Nee, das ist ja auch eine Reaktion. Aber eine Reaktion auf eine Reaktion? Kann man nicht auf eine Reaktion reagieren? Nein. Das ist ja auch eine Reaktion. Aber nicht im Angriff. Ja, okay. Gut. Nein. Ach, jetzt guck. Nicht. So. Ja, gut. Dann jetzt hau. Dann ja, jetzt mache ich dich. Fertig. Nein. Dann geht's mir. Das war schön. Er macht mich fertig hier. Ja. Mann, oh. Hey, wieso? Er, das ist doch. Er beißt, er beißt dir irgendwie von oben ins Ohr. Ups. Die anderen drei dürfen. Dann lassen wir erstmal Exit. Die haben alle Angst vorm Gegenschlag jetzt. Nee. Wartet, sag ich. Ich möchte was testen. Und was?
Ich hau ihn nochmal mit meinem Knüppel, aber es passiert überhaupt nichts. Oder ich hau ihn mir selber. Also ich hole aus mit meinem Narrenkartenstock und schwing ihn einmal und dann hau ihn mir selber so. Und dann taub ich zurück. Schüssel, hast du das verstanden? Nein. Okay. Wäre so schön gewesen, wenn das nochmal geklappt hätte. Ah, ah. Der Narrenkappenstock des Todes. Oh nee, ich glaub, Exit ist aufgebraucht. Wie war das mit den Rerolls? Ja, Exit ist aufgebraucht. Exit ist aufgebraucht. Reroll. Jetzt geben sie sich selber die Rerolls. Ey, wenn Torben ja vorhin auch einen Reroll geben durfte, dann habe ich doch wohl Exit auch einen Reroll. Dankeschön. Also, so, wir müssen Regeln einführen, Alex. Ja. Also hier ist es jetzt nicht so dramatisch. Ja. Aber ich kann mir 20 Rerolls kaufen oder so. Ich muss irgendwelche Gewinnspiele einführen, dass ihr die Punkte ausgibt. Das ist ja furchtbar. Ja, der stirbt instant. Du instant. Haust einmal schräg durch, von oben nach unten diesmal. Und der ist tot. Kann ich das nächste Mal so einen Stern formen oder sowas? Ja, oh ja, das ist okay. Gut. Okay, gut. Aber dann müssen alle außer dir Wahnsinn würfeln. Ja. Ja. Eine Tür ist da noch. Na dann, würde ich gerne, bevor wir weitergehen, meine Fähigkeit flinke Erholung einsetzen, indem ich einmal meine Heilungsrate heile. Mhm. Jo, erledigt. Das kann ich dann aber erst wieder nach einer Rast nochmal machen. Mhm. Dann auf zur nächsten Tür. Ich, nicht erschrecken. Ich möchte was ausprobieren und ich mache... Oh Gott, immer wenn er das sagt. Ach, ich verschwimme so leicht und sehe aus wie ein viel zu kleiner Fomori. Bist du auch ein Wechselbalg? Ich weiß nicht, was muss man da irgendwelche Bedingungen erfüllen? Schleicher macht sich auch zu einem normal großen Fomori. Ich bin nach wie vor hässlich. Und ein Goblin. Ah. Aber ich habe dir zugesehen und Dinge gelernt. Spannend. Ich sehe auf jeden Fall, also Steicher sieht jetzt aus wie ein Fomori. Ich sehe aus wie ein kleiner Fomori. So. Das Gute ist, mich können die Leute noch unterscheiden von den anderen, dich nicht. Nur so. Das stimmt. Also bin ich doch noch besser, ist er doch noch besser als du. Da drin. Letzte Tür. Ihr öffnet die Tür und jetzt wart ihr ja in einem unnatürlichen Konstrukt, das ist ja gebaut worden. Und jetzt landet ihr in einer natürlichen Höhle. Die ist relativ lang, gut erleuchtet. Es gibt überall geschnitzte Totems an den Wänden, die zeigen Bestien, die euch quasi von den Höhlenwänden anstarren. Überall liegen blutige Knochen auf dem Boden verteilt. Und tatsächlich ist da ein großer Tisch. Und an diesem großen Tisch, beziehungsweise ich fange anders an, dieser Tisch ist überladen mit Tellern. Mit Fleisch. Wenn man sich die Knochen anguckt, scheint das Menschenfleisch zu sein. Dieses Menschenfleisch ist als Braten serviert, als Würstchen serviert, die Leber ist serviert, es wurde zu Schinken zubereitet. Und an diesem Tisch sitzt genau eine Person und die wird bedient von einem einzelnen Fomor. Und diese einzelne Person ist sehr kräftig und groß, aber jetzt nicht übermenschlich groß. Das nicht, vielleicht so 2,05 Meter oder so, also noch im Rahmen. Und das ist eine Fratze, die kann man gar nicht richtig, die flimmert so ein bisschen, aber der hat ein Riesenhorn auf dem Kopf. Einhorn. Und trägt, aber das sieht man so, eine Maske und ganz grobe Kleidung aus wahrscheinlich Menschenleder. Und der spült gerade, nimmt gerade so eine Keule, irgendwie hat er in der Hand ein Bein, beißt förmlich ab,
trinkt aus einem Kelch irgendeine rote Flüssigkeit, die ihm hier runterläuft. Und der Kelch ist natürlich auch ein menschlicher Schädel. Und er guckt euch auch an. Also er saß jetzt nicht mit dem Rücken zu euch, dann hätte ich euch das ja nicht beschreiben können tatsächlich. Mhm. Er sitzt da und legt den Kopf so ein bisschen schräg. Ich glaube, der ist wahnsinnig. Nein, wir sind wahnsinnig. Ach so. Wir sind die Wahnsinnigen. Ja. Deswegen haben wir es bis hierher geschafft. Ja. Schleicher zieht seinen Säbel. Otako? Hm. Mhm. Ja, in dem Moment, wo ihr losläuft. Ich singe. Ja, bitte. Steht auch er auf. Hat eine riesige, lange Klinge in der Hand, die er erhebt und stürmt euch auch entgegen. Was für einen Kopf hatte der jetzt? Das kann man nicht richtig sehen. Er hat eine Maske tatsächlich auf und der Rest flimmert ein bisschen. Aber was nur das Maske große das? Horn. Tatsächlich wahrscheinlich aus Menschenfleisch, ein bisschen wie so eine Art Ballmaske, aber in fratzig. Okay, und hat ein Horn? Ein großes Horn auf dem Kopf, ja. Dann seht ihr, dass in der anderen Hand noch eine Klinge ist. Ich singe, kann ich jetzt nicht machen, weil dann die Kinder aufwachen, in bester Death-Trash-Metal-Manier, also Speed-mäßig auch vielleicht, und die Klampe dabei. Einhorn auf, das ist jetzt zum Frühstück! Und dann beginne ich den, für mich ist ein Einhorn, ganz logisch, den Gesang der Inspiration und wirke ihn erstmal auf Exit, weil treffen muss sie. Ja. Ja. Kabum. Weil wenn ich nämlich eine Zaubererholung mache, dann erhole ich zwei Zauber tatsächlich, habe ich gerade gesehen. Der Punkt für last, mich. Last Unicorn singe ich, wenn er tot ist. He was your last Unicorn. Ach, come on. And now he's dead. Apropos, come on, wer ist denn jetzt dran? Da wir beide alle eine lange Aktion haben, seid ihr tatsächlich zuerst dran. Ich hatte eine schnelle, deswegen. Ich singe ja nur. Ja. Okay, Schleicher würde seine Aktion nutzen, um so ein bisschen so drumrum, also so ein bisschen so leicht um ihn, also er stürmt ja auch vor, das heißt irgendwie jetzt so ein bisschen zur Seite auszuweichen und dann von der Seite oder von schräg hinten mit seinem Säbel anzugreifen. Also der ist auch wirklich in Raserei jetzt, wo er auf euch zurennt. Ne? Okay. Der kennt überhaupt nichts. Der schreit, der brüllt, der schwingt. Oh Gott, es ist echt, guck mal, langsam ist das Glück aufgebraucht. Hättest du ihn noch anvisiert, Rike, dann... Aber ich habe ihn ja eh nicht getroffen. Hat ja nichts, war ja egal. Aber ich bin jetzt nah an ihm dran. Ich würde aber trotzdem gerne jetzt noch, solange das noch meine Runde ist, meine Reaktion nutzen. Ich merke, oh verdammt, da habe ich mich verschätzt in meinem coolen Sprung, den ich machen wollte, rolle mich ab und nutze meine Reaktion, um mich irgendwo hinter einem Stuhl, hinter einem Tisch irgendwo erstmal zu verstecken, dass ich nicht direkt einen abkriege. Okay. Also ja. Auch mal irgendwie auf Agilität oder sowas würfeln oder lässt du mir das eigentlich einfach machen? Nee, ist ja deine Reaktion, ne? Genau, aber ich weiß nicht, ob man da regeltechnisch, weil bei D&D muss man sich als Rogue nochmal auf Verstecken würfeln, wenn man das machen möchte. Deswegen, okay. Er rennt dann einfach, er beachtet dich auch gar nicht. Er rennt auf die anderen drei okay, zu. Dann bin ich irgendwo. Bitte, ihr seid dran. Ich war schon. Ach, Exit, ich habe Exit. Sorry. Ja. Exit, mach du. Ich Exit, mach. Denk dran, ja. bei Pact and Boons, bei ja, und Boni und Mani habe ich zwei eingegeben, ja. Plus zwei. Go Exit. Eieiei. 23 Schaden für Exit. Ja, du haust auf ihn und du merkst, wie die Klinge schon so ein ordentliches Stück irgendwie der Menschenhaut trifft und auch ins Fleisch schneidet. Ja. Aber du, was du dachtest, was passiert, dass du teilst wieder, passiert nicht im Ansatz tatsächlich. Mhm. Sehr gut. Oh, oh. Endlich ein guter Gegner. Ja. Okay. Ich würde versuchen, ihm das Horn abzuschlagen. Ja, natürlich. Es ab. Oh,
Das ist auch ein sehr guter Wurf. Oh Gott, ich habe gerade Schüssel Bauchfett gelesen. Es geht so leicht. Schüssel Bauchfett. Oh Mann, Tom. Das wären in Summe 10. Reicht das, um ihm das Horn abzutrennen, ist die Frage. Ja. Nein. Also ich springe hoch, nehme das Schwert von, ich vergesse immer den Namen, von Drusella und schlage hinein. Ist die Frage, ob ich überhaupt eine Kerbe reinschlage oder ob das nicht. Okay. Ja, hat bestimmt Kopfschmerzen. Bald. Hässlich. Will be the last. Nein, you're going to be. Was auch immer. Das letzte Einhorn auf jeden Fall. Ich schieße auf ihn, weil er ist mir ein bisschen unheimlich. Ich möchte nicht zu dicht ran. So, warte. Ha. Piu. Respekt. Nice. Ah. Dann schmeiß ich die ab. Immerhin. Er funkelt dich kurz an. Und dann wendet er sich Exe zu. Das war nämlich der mit Abstand härteste Hieb. Achtung, er greift an. Eins. Ey, da würfel ich nicht. Oh, treff trotzdem. Oh. Okay. Okay, und was passiert jetzt? Was hast du denn gewürfelt, Alex? Nur mal den Gefahrengrad quasi jetzt. Da würfel ich eine 2, klang nämlich so. Und schaff dann eine 15. Ja, ja. 12 Schaden. Das tut ja. Weh. Und in dem Moment haut er mit der Axt auf Exit. Irgendein Bein von dir bricht in 2 wahrscheinlich, muss repariert werden. Und dann siehst du, ich blende wieder ein, sorry. Dann siehst du, wie das Schwert aus der anderen Hand auch auf dich niederfährt. Oh. Der Hammer, Entschuldigung. Das war das Schwert, jetzt kommt der Hammer. Oh, Hammer. Jetzt wissen wir, warum er die ganze Zeit so schlecht gewürfelt hat. Er wollte die guten würfeln. Es ist wirklich so und wir haben alles Gute aufgearbeitet. Bis auf den Schaden. Macht der Hammer denn nur... Naja, wenn du eine 1 würfelst. Ist halt ein wecker Hammer, ne? Ist halt ein... Ich glaube, ich hätte einen Kampfhammer nehmen müssen, nicht einen Hammer. Du brauchst mir zum Hämmerchen. Ja. Ich also nenne das mal Glück. Aber ja, scheiße. Ihr seid dran. Ja, ich, also Schleicher hatte sich so ja irgendwie so Entdeckung. Schleicher kommt unter dem Tisch hervor, klettert auf den Tisch und springt ab und versucht im Sprung, dem eine mitzugeben, jetzt nachdem Exit da auch so schwer getroffen wurde. Ey, was ist denn los? Jetzt ist, guck mal, du hast dein Pech auf mich abgegeben. Wahnsinn. Whoop. Ja, und dann langsam wird es für Schleicher ein bisschen peinlich. Nein, ich suche einen richtigen Hammer jetzt. Aber er nutzt seine Reaktion, um sich irgendwie schnell wegzuschlittern und wieder hinter irgendeiner Kiste oder so entdecken. Hat jetzt, nachdem er auch ein bisschen Schaden von den Wargs abgekriegt hat, ein bisschen Schiss. Und nachdem er gesehen hat, dass selbst bei Exit irgendwas gebrochen ist. Ja, Exit atmet mal nochmal tief durch und versucht sich zu sammeln. Und haut dann aber trotzdem drauf. Kriege ich noch irgendwelche Boni oder sind jetzt alle weg? Hey, kannst du dir einen Futterzwürfel geben. Okay. 24 Schaden. Sag mal, eigentlich stehst du rein räumlich auch da, ne? Keine Ahnung, du hast ja, mich ihr seid ja von vorne gekommen. Ist gleich 24 Schaden! Ja, ja. Holy Guacamole. Ja, das ist wirklich ein ordentlicher Treffer. Du triffst irgendwie in den Bauch und da siehst du irgendwas spritzen und das ist dann der Moment, wo ihr kurz seht, irgendwas passiert in ihm. Es blubbert in dem Bauch förmlich ein bisschen. Oh, oh. Und dann speit er tatsächlich einen Riesenschwall. Ihr wisst gar nicht, wie kann so viel das... Also es geht gar nicht. Und halb verdautes Essen, also Menschenessen, speit er aus, trifft Schüssel, trifft Exe und sogar hässlich.
Und dass ich versteckt bin, haha. Ihr dürft bitte einmal Wahnsinn würfeln, also Willenskraft würfeln. So, und ihr müsst eine Gewandtheitsprobe machen. Erstmal Willenskraft, ja, für was? Ja, erstmal Willenskraft, ja, das ist Wahnsinn. Weil das ekelhaft ist. Das ist richtig ekelhaft. Mhm. Oh Mann. Und dann auf Gebanntheit. Ja. Also Willenskraft habe ich nicht geschafft. Na, wenn ich eins kann, dann ist es Gebanntheit. Also wenn diese Truppe nochmal zusammenkommen sollte, dann sind sie richtig fertig. Irre? Dann seid ihr richtig fertig. Ja, noch so. Wahnsinnig. So, wer hat denn Gewandtheit nicht geschafft? Ich habe eine Eins gewürfelt. Bei Gewandtheit? Ja, bei Gewandtheit. Ja, wir haben echt unser ganzes Glück rausgeballert. Das ist jetzt Ende. Ja, pass auf. Wie sage ich dir das? Das ist richtig ätzend. Im wahrsten Sinne. Und ich bin sowas gewohnt. Und Exit hat es auch nicht geschafft, ne? Ja. Ich hab's auch nicht geschafft. Das ist das. Nur das ist, ja, pass nur auf, Schissel, hässlich. Ne? Pass auf, hässlich. Oh oh. Aha. Oh. Autsch. Zehn Schaden. Ja. Du machst das ja. Hässlich. Acht. Also wirklich, ihr werdet so, ihr seid über und über mit menschlichen, halbverdauten Eingeweiden bedeckt, tatsächlich. Er hat jetzt 10 und wer hat 8 Schaden? 8 hat, hat Exit und 10 hast du. Ja. Level 1 hätte dich das noch gekillt. Mhm. So, und ihr zwei seid für eine Runde beeinträchtigt. So, ihr seid dran. Das heißt, dann würde ich, warte mal, ich würde dann auch die Runde beenden. Ach ja, stimmt. Ja. Und würde halt versuchen, ihn sein Gesicht zu schlagen. Aua. Sehr gut. Immerhin. Jetzt habe ich das beim einen gefunden. Jetzt finde ich, kann nicht sein, dass ich mir nicht merken kann, wo dieses Teil ist. Vierter von oben, zweiter von links. Vierter von oben, zweiter von links. Ja. Boah, 10. Mit euch nicht. Ja, du stichst tief irgendwie irgendwie in den Hals gegen rein, irgendwas spritzt heraus. Er wankt auch kurz, aber er steht. So, das war diese Runde, ne? Ja. Das heißt, ich bin. Nee, er ist dran. Er ist dran. Ach, das war gar nicht. Das war eine Reaktion, oder? Ja, das war eine Reaktion. Ah, ja, krass. Das ist krass. Ja, er guckt, Exit. Boah. Nee, ich greife das erste Mal Exit an. Er schwingt sein Schwert. Ach, ich hab den. Boah, ich hasse es. Ich hab ihn outgepoppt. Und vergesse das dann immer. Oh, 34? Wie? Das war eine natürliche 20 tatsächlich. Aber der hat drei, der hat 3 Bonuswürfel. Das ist natürlich echt. 3? 3. Wow. Okay. Oh, und Exit geht zu Boden, ne? Ich habe tatsächlich noch einen Lebenspunkt. Ach so. Okay. Oh nein. Weil ich habe 30 tatsächlich. Ich habe es ja nach dem Buch erstellt. Ich habe 30, aber das hat ja schon noch nie gestimmt. Ja. Uiuiuiuiui. Also ich gehe gerne trotzdem zu Boden, aber ich habe noch einen Punkt. Eieiei. Das ist nicht gut. Nee, dann. Mach was, Schleicher. Ja, ich muss langsam jetzt. Warte, stopp. Ist er noch nicht? Ach, er hat ja noch einen zweiten, ne? Den Stimmhammer. Und jetzt kommt noch Schissel dran. Nee, ich hab einen richtigen Hammer jetzt. Oh, wie er sich einfach einen neuen Hammer hergezaubert hat. Ja, Entschuldigung, der Kriegsgott schön hier mit seinem. Aus Fleisch und Menschenknochen. Ja, war schnell gebaut. Mhm. Sehr gut. Hat er ausgekotzt. Er trifft dich, Schüttel. Ja. Gerade so. Ja, gerade so, das stimmt. Und der Hammer haut dir irgendwie aufs Knie und macht dir 5 Schaden. Damit
Quatsch, damit gehe ich in den Berserker-Modus. So, dann, oh. Ach, der endlich kommt da. Hm. Ja. Okay. So. Okay. Der eine bleibt. Ihr seid dran. Reihenfolge ja. Beliebig. Ja, okay. Dann wieder aus dem Versteck raus, weil es einfach. Ja, wenn du in Nahkampf gehst, sind die anderen vorher dran bei dir. Also, ach so, ja, also dann wären Exit okay, ja. Und Chisel dran. Ja, dann mach das. Machst du was? Kann ich tatsächlich noch ja, was machen? Ja, mit einem kannst du hier machen, klar. Yeah, ja dann gib ihm. Also du bist wirklich so übel zerbeult mittlerweile, dass die anderen, die erkennen dich gar nicht mehr wieder, genau. Aber genau. Wahrscheinlich so. Brummst du das auch so automatisch, ne? Ich bin dafür gemacht. Ja, ja inzwischen wahrscheinlich schon. In einer völlig anderen Tonlage. Ihr denkt, so ein bisschen alles? Wie so eine gebrochene Spieluhr. Ja, tatsächlich. Oh, Treffer. Jawohl, Exit, go, Exit, 26 go. Schaden. Exit. Ach, ich kann... Und dann würde ich meine Reaktion nutzen und einfach zu Boden fallen. Oh. Also, auf ihn drauf, wenn das. Okay. Das glaubt mir gleich niemand, aber ja, okay. Er wankt, du haust zu. Gefühlt spaltest du ihn, aber dann klappt das irgendwie doch nochmal zu und er bleibt wankend auf zwei Beinen stehen, mit seinen Waffen in der Hand, auch im völligen Kriegsrausch. Schüssel. Ich hole aus. Oh. Und ich sehe gar nichts von meinem eigenen Blut her, deswegen schlage ich zur Seite. Ja, das war's. Darf ich jetzt auf ihn drauffallen? Nein. Schleicher ist ja noch dran. Schleicher ist noch dran. Auf ihn drauffallen? Ja, dieser 3 Meter große Koloss möchte mich einfach so nach vorne umfallen lassen. Aber ich reiß mich nicht drüber. Ja, nein, alles gut. Macht, was ihr wollt. So, wer ist jetzt dran? Also ich glaube, wenn du einen Fernkampfangriff machen willst, hässlich, dann bist du dran. Und weil ich muss mich ja in den Nahkampf rüber bewegen. Ein Negativwurf, ne? Würfel dazu. Wer was? Du, wenn du schießt. Ich bin so irritiert von dieser Ankotzerei, dass ich den Kopf von meinem Narren Kappenstab abreiße, darunter ist er ja spitz und dann werfe ich den. Minus 1. Nein. Sascha. Okay. Oh, drück mir die Daumen, ey, ist ja furchtbar. Ich komme aus meinem Versteck rausgesprungen und nehme Anlauf und versuche den von hinten zu erwischen und hoffe, dass meine die Würfel jetzt endlich wieder bei mir sind. Das hat nicht gereicht, ne? Das ist auch wieder von der 17 weggerollt. Nein. Das ist der Wahnsinn. Ja, also ich bin erst hier und ich sehe, was er mit Exit gemacht hat. Und ich bin der feige Schurke, der ich nun mal bin und verstecke mich wieder auf der Seite am Tisch. Weil ich nicht nochmal einen Kotzestrahl abkriegen will, so wie die anderen. Das okay. Ist wirklich ein feiger Schurke. Okay. Okay. Ich kann das. Aber das kriegen die anderen gar nicht mit, tatsächlich. Eieieiei. Hast aber Glück. Hat Schüssel aber Glück. 8. So, damit bin ich offiziell bei 0, aber ich habe noch 10 temporäre Lebenspunkte, deswegen stehe ich noch. Okay. Und wanke. Und vor meinem Auge wird alles so langsam blassrot. Blassrot. Und er widmet sich mit dem Schwert. Der Axt. Nee, das mit der Axt, Entschuldigung. Dann Exit. Also, mit dem Hammer, oder? Hammer. Ja, Hammer. Nein, stopp, der zählt nicht. Ja. Ne, ich treffe dich nicht. Natürlich. Ja, ich treffe dich nicht. Ich hatte noch Minus gehabt, jetzt habe ich vergessen hier. Aber treffe dich nicht. Er wankt und er haut daneben. Also eigentlich wollte er Exit treffen, hat mich dann fast getroffen. War nicht gereicht. Ja, ihr zwei seid dran, der Nahkampf.
Ja, komm, Exit. Einen Schlag hast du doch noch in dir. Einen letzten Schlag. Mehr kann ich nicht mehr. Exit. Zwei plus zwei, gell, waren es nicht drei. Ja. Ja, nee. Oh nein! Ja, du warst auch noch beeinträchtigt. Ja. Oh, Schüssel macht's. Schüssel. Gib Schüssel. Beende es. Warte, es kommt noch was dazu. Ja. In Summe 12. Schüssel. Und jetzt darfst du den finalen Erzählstab setzen. Bitte. Ich stehe da, wanke so ein bisschen vor mich hin. Ich bin ja blutüberströmt, keine Ahnung, es ist meines, es sind viele andere, wir sind ja den ganzen Abend nur durch Blut gewartet. Und dann nehme ich den letzten Anlauf, nehme Exits Körper so als Fuß, also als Stufe, um hochzuspringen, nehme das Schwert von Drusilla und nehme das Heft, das Blatt, das Blatt zur Seite und drücke es quasi ihm hier in den Nasenwurzel rein. Mhm. Und ziehe komplett rein, soweit es geht. Mhm. Ja. Ja. Er fällt wie ein Bär um. Und es herrscht komplett Stille da unten. Und ja. Leicher Luke guckt so. Haben wir es geschafft? Ich spucke, ich kaue. Spucke dann noch von der Kotze aus. Ich hoffe. Ich glaube, ich klopfe Schüssel mal so von hinten auf den Rücken. Gut gemacht, Kleiner. Exit. Mann, Exit, du siehst ganz schön schlecht aus. Du siehst ganz schön kaputt aus. Schau mal so an mir runter, so was? Überall tritt wahrscheinlich so Öl raus. Ich dreh mich zu Exit zur Seite, nick ihr zu und fall einfach der Seite in der Länge nach hin. Ja. Kannst du ich hebe ihn mal machen? Auf und halte ihn so auf dem Arm. Hinein. Okay. 400 Gold warten auf uns. Ja, tatsächlich kommt ihr da raus. 100 für jeden. Und ungläubige der Blicke. Der muss noch gelootet werden, der furchtbare der Fiesling. Hat, der hat nichts. Außer ein Schwert und Hammer. Ja, genau. Das und, ja. Und Menschen überresten. Genau. Na, Höllenwaffen. Ist, oder sagen, nascht hässlich. hässlich war kurz versucht, diesen Grill anzuheben, als wir den Raum gewechselt haben. Aber Ja, auf jeden Fall werdet ihr gefeiert. Es ist so, um das jetzt kurz zu Ende zu bringen, dass der dass die im Dorf Ruhe einkehrt, dass man da wieder Leben hört, dass die Leute anfangen miteinander zu reden. Relativ schnell danach kommen 100 Kreuzfahrer, die gerufen wurden von einem, der losgelaufen war, und befestigen diese Festung wieder. Und ja, ihr kriegt eine große Truhe mit Gold und werdet als Helden gefeiert tatsächlich. Sehr schön. Und es wird auch. Ist die Seuche besiegt? So oder so. Die Seuche scheint erstmal besiegt, ja. In der Gesamtheit weiß man natürlich, dass die Inquisition nie Ruhe geben wird. Die werden wahrscheinlich wiederkommen, wenn sie merken, dass das hier nicht passiert ist oder nicht geklappt hat. Und die Kreuzfahrer würden euch nochmal erzählen, dass es ihnen immer darum geht, dass es einen Kreis von 6 gibt, die gefährlichsten Geheimnisse kennen und die genau wissen, dass der gewöhnliche Bevölkerung oder Bürger diese Gefahren einfach nicht verkraften können. Und deswegen haben sie halt überzeugt, den Glauben in hoffnungsvolle Symbole wie Astrid oder Drusella die Weise zu setzen. Und das konnte irgendwie das Böse da im Keller lange zurückhalten. Und das ist dann erst gebröckelt durch die Inquisition, die hier einmarschiert ist. Inquisition. Verdammt. Inquisition, genau. Aber sie erzählen uns nicht, was in diesem Keller drin ist, oder? Das ist tatsächlich genau dieser Keller. Ach so. Oh. Das ist eine andere, ja. Verdammt, aber die wussten da selber nicht, was da unten ist? Oder haben die uns einfach nee, der normale nicht. Es gibt so einen Kreis von 6, die Anführer. Die. Aha, die wussten nur, nein, die Böse. Genau. Die ja. Okay. Mhm. Ja, weiß gar nicht, wenn die da mit ihren 40 Leuten reingegangen wären. Aber
es hat uns vier gebraucht. Ja, natürlich. Gut, es war ein Fest, ihr vier. Dankeschön für den dritten Abend Herrschaft des Dämonenfürsten zusammen. Ihr seid unbesiegt und werdet es wahrscheinlich immer sein. Danke den 22 Tapferen, die hier noch mit uns ausgeharrt haben und sich allen Ekel angetan haben diesmal. Und danke dem Raubfrieden für viele Dichtungen. Ja, vielen Dank. Ja. Das war sehr gut. Genau. Ja, auf Wiedersehen. Gute Nacht euch allen. Ciao, ciao.